und herzlich willkommen hier aus der Eishalle in Heilbronn. Hier Freitagabend, 20 Uhr, Zeit für Eishockey. Die Eisbären aus Heilbronn heute gegen die Stuttgart Rebels. Ja, bei mir auch, wie immer, mein Co-Kommentator, was meinst du? Rebels, coole ja. Geschichte. Letztes Mal hatten wir hier mal einen schönen Kantersieg gegen Ravensburg. Den haben wir gesagt, sollte man nicht ganz so hoch bewerten wie alles andere. Ja, auch von mir erstmal einen wunderschönen guten Abend an alle, die uns am PC, Rechner, Laptop, Handy, wo sonst auch immer verfolgen. Ja, bisschen eine Wundertüte Stuttgart. Ich denke, die haben jetzt 2 Spiele gewonnen, 2 verloren, die haben erst 4 Spiele. Und die haben sich ja verstärkt, die wollten, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Und für mich ist das heute auch schon ein bisschen ein richtungsweisendes Spiel für beide. Die Eisbären können sich oben festsetzen. Wenn Stuttgart verliert, geht es natürlich wieder Richtung unten. Ja, wie gesagt, da sind wir heute mal gespannt drauf. Mit Stuttgart kämpfen wir ja da, obwohl ich sagen muss, als 8. von 10 zu werden, sollte man doch irgendwie halbwegs hinkriegen, ist meine Meinung. Irgendwie schepper ich ein bisschen auf dem Ohr, hast du das auch? Oder nee, geht eigentlich, alles gut. Wenn mir scheppert, so ist es so, wenn ich Quatsch. Ist schon ein schlimmes Spiel bei mir, von daher gesehen. Gut, man muss natürlich auch sehen, dass wir nächste Woche gegen Ravensburg schon das letzte Vorrundenspiel haben. Also das ist ja schon die Hälfte dann fast gespielt. Mal ganz kurz, 20 Minuten rückwärts. 20. Ja, schiebst du da hoch. Kannst du machen. Aber die brauchst du nicht. Ja, egal, mach. So, da sehen wir es, die Eisbären heute im... was ist das? Dunkelblau? Ja. Ja. Dunkelblau in den Heilbronner Farben sehen wir auch noch nicht ganz so genau. Müssen wir warten, bis hier das Licht angeht. Und dann fängt es auch gleich an. Stuttgart Rebels schätze ich mal wieder in normaler Orange. Ja. Oder was ist das? Gelb? Orange? Gelb, Orange, sowas. Ja. Maisgelb. So, wir bedanken uns schon mal beim Nick für das schöne Food, was wir hergekriegt haben. Ja, hier sieht es aus wie ein Süßigkeitenladen. Das ist geil. Also wenn da irgendwie merkt, die reden nichts, dann sind wir hier nebenher ganz gemütlich am Essen, darf man das sagen. Es ist Haribo Fantasia. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen Geld von Haribo, das wäre natürlich fantastisch. Ja, ich hatte ja eine andere Vermutung. Ich habe gedacht, dass der wahrscheinlich jede Menge für Halloween gekauft hat und keiner gekommen ist. Vielleicht war er auch der... Der Nick ist ja ein bisschen kleiner wie wir. Vielleicht war der auch sammeln. Oder so, ja, auch wirklich gerade, ja klar. Kann natürlich auch sein, dass der dachte, hey, das muss ich irgendwie ausnutzen, ich gehe hier mal ein bisschen sammeln. So, Süßes oder Saures. Licht, also immer die meistgelben Stuttgarter. Ja, wieder im Tor, der Stefan, Matthias Stefanka, nach 2 sehr guten Leistungen und 2 zu 0. Ja. 2 Shootout. Und ja, habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, wo ich gesehen habe, dass bei den Falken da ein bisschen Manko ist in dem Bereich. Habe ich schon gedacht, Mensch, hoffentlich nehmen die uns denn nicht weg. Keine Ahnung, wie der in der zweiten Liga hält, also hier hält er fantastisch. Also Matthias, ich habe heute noch mit ihm gesprochen in der Firma, absolut ein Teamplayer und er stellt sich absolut in den Dienst von der Eisbären. Er ist absolut ein Teamplayer, stellt sich absolut in den Dienst von der Eisbären und sagt, ich spiele für die Mannschaft spielt für mich. Nur gemeinsam sind wir stark. Das ist. Und natürlich geht er nächstes Jahr, leider Gottes, im März, April wieder zurück, weil er studieren will in der Slowakei. Ja. Und das heißt also, ich glaube kaum, dass er sich hier jetzt eine große Karriere noch aufbauen will oder kann. Ja, was will der in der Tschechei studieren? Das kann er doch auch hier gerade über die Straße, weil ist doch der Campus. Ja. Da studierst halt, was da ist und nicht was willst, weißt du? Da muss er. Wäre unser Recht. Auf jeden Fall haben wir bisher sehr viel Spaß mit dem gehabt und ich denke, das werden wir heute hoffentlich auch haben. Wir haben heute schon in der Firma das gut altbekannte Lied von der Bee Gees laufen lassen, You Win Again. You Win Again, ja. Und am besten wieder zu Null, das wird mir wahrscheinlich auch richtig gut gefallen. Nee, da haben wir gar nichts dagegen. Nee, nehmen wir alles mit. So. Auf geht's, Jungs. Paar Minuten vor, kurz vor 8. Ja.
Wir begrüßen natürlich auch Michael Roll heute heim. Der wollte eigentlich heute hier sein, wollte mit dir zusammen kommentieren. Musste jetzt aber absagen, weil er irgendwie Wildschweine schlachten muss oder so. Nee, irgendwas auf die Art. Nee, ist auf jeden Fall was dazwischen gekommen. Und so begrüßen wir dich heute hier daheim, Michael. Wir hoffen, ja. Ich hoffe mal, ich kann dich so halbwegs vertreten. Genau, die Fans zu Hause, die in Stuttgart, die sonst auf der ganzen Welt, Afrika, Asien. Ja, auch die Stuttgarter. Mit Stuttgart haben wir ja so ein bisschen eine Stream-Freundschaft im Endeffekt. Ja. Wir haben da gleichzeitig ungefähr angefangen. Und so konnte jeder mal dem anderen auch ein bisschen Tipps geben, was kann man hier noch ein bisschen besser machen. Da geht ja bei uns gar nicht mehr. Ja doch, geht schon noch. Geht schon noch. Ich habe da schon noch ein paar Ideen. Ja, es wäre mal vernünftig, in der Halle mal ein gescheites Internet zu haben. Die Zeitstrafe zum Beispiel wollen wir irgendwann mal ganz gern einblenden. Ja. Hätten wir auch schon fast geschafft. Aber wie immer kommen da manchmal Kleinigkeiten dazwischen, aber beim nächsten Mal werden wir es auf jeden Fall mal probieren. Ja, da brauchst du dann gleich noch einen zweiten Monitor und sowas. Also, ja, das ist ja, also, nicht nur, dass man das gern hätte und möchte. Nee, das ist immer gleich noch ein bisschen... Ja. Mit mehr Arbeit dabei. Ja, erste Freitagabendspiel, 20 Uhr. Auch wieder was Neues. Stimmt. Aber da muss man mit zurechtkommen. Die ganze Zeit waren die Heimspiele sonntags. Jetzt haben wir dreimal freitags zu Hause. Auch mal recht. Und im Dezember haben wir dann gar keins, nur Auswärtsspiele. Ja. Da müssen wir durch. Ist halt doch ein bisschen anders wie... in andere Sportarten, wo das immer schön geregelt jede Woche. Ja. Jeden Sonntag um die in die Uhrzeit stehe ich auf irgendeinem Platz. Gut, wie gesagt, Stuttgart hat sich diese Saison auch ein bisschen mehr vorgenommen. Bis jetzt hat es noch nicht so gefruchtet. Man muss jetzt halt unbedingt heute den Knoten platzen. Mega. Wie gesagt, bei uns ist es ein bisschen durchwachsen. Ja. Machen teilweise wirklich sehr gute Drittel. Aber das halt auf ein ganzes Spiel hinzubekommen, da fehlt es noch ein bisschen, aber ich denke. Ja, gerade das Spiel gegen Pforzheim war natürlich oberärgerlich mit 4-2 nach dem zweiten Drittel und dann 6-4 verloren. Ja. Und da war es ausnahmsweise mal nicht das letzte zweite. Da war es mal das letzte Drittel. Ja. So, Eischwörer noch mal kurz vom Spiel. Ja, ich sehe aber so, wenn ich mal runter gucke, eigentlich alles da, was Rang und Name hat. Ja. Oder fällt dir jetzt jemand auf? Weiß ich immer noch. Leider. Der fehlt noch, ja. Aber die zwei Breiter sind dabei. Ja. Schrimpfe ist dabei. Ja. Rupp ist dabei. Haas habe ich gesehen. Haas, Kuhin ist dabei. Sellers. Ja, also. An dem soll es nicht liegen, denke ich. Nee, also ich glaube ja. Also, wir haben Leute da. Ja. Da wird alles gut. Ja. Bei Stuttgart schaue ich auch gerade mal drauf, kenne relativ wenig Leute. Doch, der Marcel Göttfert, der ist glaube ich von Bietigheim. Genau, der Vosterek ist eigentlich bekannt. Ja. Der Matthias Vosterek. So, los geht's Leute. Da laufen die ersten Sekunden in diesem Spiel. Ja. Jetzt mal schauen, auch heute wieder ein neuer Kameramann, also seid da ein bisschen gnädig zu ihm. Eishockey ist im Endeffekt zum Filmen, ist schon die Champions League, muss man sagen. Schön abfangen hier 3-2. Erste Möglichkeit für die Eisbären, gleich nach 30 Sekunden. Und das war Puck wieder schön raus, geklärt. Genau. Puck raus. Erster und Wechsel. Gleich mal durchwechseln ein bisschen. Ja. Ja, probiert sich ein Rebel ganz allein gegen die ganze Abwehr. Ja, schön gestoppt das Ding. Und jetzt kann es natürlich, wenn es schnell geht. Es gibt Icing, schätze ich mal. Ja. Oh, nicht. Gibt es gar nicht. Nee. Oh, dann vielleicht die Möglichkeit, nicht so nah rangehen. Immer noch. Immer noch. Vielleicht von der Entfernung. Oh, muss natürlich der Punkt treffen. Oh, das Ding, die Scheibe frei. Das größere Ding hier. Ja, ihr seht, der Kameramann braucht noch ein bisschen. Ich glaube. Lag für einen kurzen Moment die Scheibe frei vom Tor von Stuttgart.
Ihr müsst, glaube ich, dem Kameramann geschwind mal das Dings einstellen, das Stativ. Da hat er zu wenig Gegendruck, deswegen wackelt er gerade ein bisschen. Ja, ich komme gleich wieder, machen wir schon. Alles gut. Scheibe wieder, Friedl von Stuttgart. Neutrale Zone. So, Sören. Eisbärer recht aggressiv im Moment. Versuche Stuttgart im eigenen Drittel zu halten. Was bis jetzt auch ganz gut gelingt. Immer noch die Scheibe im Drittel von Stuttgart. So, jetzt kann Stuttgart sich eben wieder lösen. Ja, im Moment zeige die Eisbären schon, wo sie gern hätte, dass es lang geht. So, da ist immer wieder. Ja, so Stativ ist gar nicht einfach. Da ist ja 50 Schrauben, wo du was verändern kannst. Ja. Und die musst du dann erstmal finden. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen gemütlicher zum Zuschauen. Ja. Ja, wie du sagst, wenn man das erste Mal macht. Ja, ja, wie gesagt. Es gibt so Stative, da brauchst du nichts einstellen. Die sind natürlich dementsprechend auch. Ne? Ja. Und hier hast du halt 70 Schrauben und was weiß ich was. Und hier noch ein bisschen was, da noch ein bisschen was. Und da hat er einfach zu wenig Gegendruck gehabt. So. Scheibe draußen. Ja. Ole. Scheibe ja, leider raus. Dasselbe rauskauen. Ja. Wieder Aufbau, die Eisbären hinten raus. Bleibt die Scheibe im Schiedsrichter hängen. Ja. Da steht im Weg natürlich. Armel recht. Ja. Das steht auch wie breiter. Ja. Ja. Sven Reiter. Reiter und. Ah, Foster. Pech wieder. Wahnsinn. War Foster und Latte, glaube ich. Ja, ja, beides, glaube ich. Der ist da langrollt. Ja. Den haben wir gleich nochmal. Aber müssen wir schön warten, bis... Die erste Großchance für Eisbärer. Abpfiff wird. War gut gemacht. Ja. So, Stuttgart wechselt auch durch. Ja, Heilbronn auch. Scheibe liegt hinten am Stuttgarter Tor. Leider nicht drin. Ja. Weiter aber, geht's. Aber immerhin schon mal fast. Sah schon mal richtig gut aus, was das Wendler gemacht hat. Ja. Oh, was ist jetzt passiert? Da gibt es den Pfiff. Matthias. Da war er sich weder. Liegt am Boden, ja. Weiß nicht, was da passiert ist. Hab mal, jetzt kannst du die Zeitlupe nochmal bringen von gerade. Vielleicht sehen wir da am Sven sein Ding nochmal. Schaust ja, noch, ja da ist er durch. Schön fahren, rauslegen, dann sieht man es ja. Forster und Entlade, genau. Geht vom Forster, springt dann Entlade. Schön da oben lang gelaufen. Schade, erste wirklich gute Möglichkeit hier jetzt für die Eisbären. Hoffen wir mal, dass sich der Matthias nicht verletzt hat. Ah, der schaut. Aber es sieht ganz gut ja, aus. Ja, er steht schon wieder. Also es ist fast wie im Kino hier, falls es hier immer so raschelt. Das sind die... Ja. mein Kommentator und meine Redakteurin, die hier fleißig am Nasche sind. Ja, das darfst du nicht vor mich hinstellen. Das ist tödlich. So, weiter geht's. Da ist und gleich die erste gute Tat von ihm. Ja. So, Vorsicht, jawohl. Schön gespielt war das. Das war gut gespielt, ja. Und eine gute Möglichkeit auch. Aber da war unser Goalie gleich wieder auf dem Posten. Schwach, genau. Boah, die schießen sich warm, die Stuttgart, da muss aufpassen. Genau. Ja. Wir haben ein bisschen Entlastung ganz gut. Ja. So, jetzt Scheibe raus. Ah, nein, immer noch nicht. Immer nicht. Und jetzt immer noch nicht raus. Schlagschuss. Und Mimrüger ab wird von Cedric Platz.
Ja, Rangphase von Stuttgart. Und jetzt erstmal Entlastung. Und wechseln. Ja. Scheibe raus. Und Puck gewinnt im neutralen Drittel. Aber wollte gerade sagen, das sieht nicht gut aus. Ja, ist kampfbetontes Spiel besetzt. Leo Krebs. Schön durchgesetzt. Sieht man jetzt auch ganz andere Körperspannungen, so wie, ja, wie bei dem Spiel gegen Freiburg, wo die ja gar nichts. Ja. Ja, ich muss sagen, es sind solche Spiele lieber wie jetzt das gegen, ja, Ravensburg, wo, wo wirklich so, ja, die kommen sind und sich kampflos ergeben haben. Freiburg, ja. War das Freiburg? Ja. Sicher? War Freiburg, ja. Freiburg, ja, okay. Ravensburg kommt nächste Woche. Ja, okay. Letzte Vorrunde spielen. Ja. Sörenbreiter, also abseits, ja. Abseits, okay. Die Zuschauer, die Tafel, müssen stehen, aber dann die Corona-Bestimmungen erinnern. Im gesamten Hallenbereich. Ja, die Corona-Bestimmungen werden auch noch mal geschwind erwähnt. So. Ja, die werden es noch eine Weile verfolgen wahrscheinlich. Ja. Die muss ich mir erstmal blicken, wieder, was da jetzt jeden Tag, ja, wieder. Ich möchte mich gar nicht so allgemein mit beschäftigen. Nee, mach ich auch nicht. Ich werde schon alles richtig machen. Genau. So, jetzt machen wir ein bisschen Schaulaufen. Ja. Scheibe wieder bei der Eisbären im Drittel. Und die Eisbären, das Sven hat die Pass. Scheibe wieder, ja. Und jetzt mal sehen, jetzt könnte es schnell gehen. 2-4. Ja, okay. Aber weiß nie. Pass in die Mitte auf Schrimpfi. Gut, nein, war aber ganz gut. Ja. Ja, ja, die gedacht war es gut. Ja. Stefano. Schöner Einsatz für Stefano Rupp. Ja. Sitzt am Boden. Und Cedric Platz. Wechsel. Ja. Ja, schade, dass da niemand in der Mitte ist. Besser, ja, mal Abraller. Ja, ja, die waren gerade beim Wechseln. Ja, ja, klar. War abseits, ja. Das war auch abseits, ja. Genau. Ja, flottes Spiel bis jetzt. Ja. Beide mit so einer richtig guten Möglichkeit. Ja. Mit Einsatz. Mal schön das Eisbären-Logo reinmachen. Guck mal, wo das ist. Das haben wir nicht drin, ja. Ich kann es heute noch, das stimmt. Das war gut, dass der den Puck nicht richtig drauf hat jetzt. Muss einfach die Abwehr ein bisschen aufpassen jetzt. Aggressiver. Auch festhalten kann, auch wenn es doch relativ körperbetont zur Sache geht, haben wir noch keine Strafminute bekommen. Nee, ist gut so, wie gesagt, ich mag, genau, den Schiedsrichter, wo das ein bisschen laufen lassen soll, ja, wo die Eishockey sind. Ist ja nichts übertrieben bis jetzt. Nee, also war alles, alles im gut. Rahmen. Also, genau. Wie gesagt, dann musst du erst, manchmal musst du einschreiten, wenn du merkst, ja, oh, jetzt wird es langsam ruppig. Zu arg, genau. Ja. Aber solange die alle so ein bisschen in ihrem Sehr schön, Scheibe mitgenommen. Knapp vorbei. Jetzt unterste. So, schöner Rückpass. Jetzt aber Leo. Ah, der Feiglinge. Knapp vorbei. Schade. Ja, passt.
sicher der Goalie von Stuttgart. So, Bulli Bredl von Stuttgart. Schauen wir mal. Ja, ein Tor würde diesem Spiel gut tun. So sagt man, ja. 5 Euro ins Phrasenschwein. Ja. Oh, jetzt. Ah, schade, er hat keinen Schläger. Ja, ja, machen wir so das Litschu. Weiß gar nicht, wie lange darfst du es eigentlich? Ich weiß, ich kann das jetzt sagen. Mein Passer durfte nicht. Der ja. Pass geht nicht. Dann hat er ihn nur abgeschirmt. Und dann. Oh, das sieht nach 2 Minuten aus. Schauen wir, bis jetzt sehe ich aber noch keine Hand, die oben ist. Aber wenn dann 2 Minuten gegen Stuttgart, ne, auch nicht? Nee. Nee, alles gut. Alles gut, ja. Wir sind nur im Stuttgarter Drittel und wissen wir jetzt auch nicht wirklich warum, aber wir nehmen es einfach mal mit. Genau, alles gut. Und ja gut, das war natürlich von Stuttgart, die Scheibe verschenkt. Ja. Aber wir haben es ja schon wieder. Eisbein haben sie schon wieder. Ja. Schön mal aus zweiter Reihe versucht. Nie verkehrt. Wie gesagt, nur wer schießt, kann auch treffen. Genau. Ah, jetzt schade. Trifft das, wenn die Scheibe nicht. Ja. Und raus ist er wieder. Oh. Ah, super safe. Super safe. Wahnsinn, so safe. Matthias. Ja. Den habe ich schon drin gesehen, jetzt wirklich. Jetzt pass auf den Hammer, glaub nochmal. Der war bei mir schon drin. Das Eck war völlig frei. Jetzt guckt das Eck ist leer und dann kommt der. Ah, da kommt der Kamera für eine Runde. Der hat mit dem Schlittschuh hat er den verwischt. Ey. Wie eine Krake. Ja. Krass. Tolle Aktion des Eisbären-Keepers. Ja, wir lassen den Punkt da hinten schön laufen, die Stuttgart. Also gefällt mir relativ gut, was die gerade machen. Auch jetzt hier wieder schön ist Vorcheck. Ja, wenn es jetzt schnell geht, der 3 auf 2. Jetzt kann es ja auch in die andere Richtung gehen. Ja, das ist Also Marco Haas, die Scheibe verloren. Das Schöne, wenn beide ziemlich offensiv spielen, dann genau, flottes Spiel entwickelt sich. Ja. Noch im Rammer. Befindliche Körperhärte, Einsatz. Ja, alles gut. Alles gut. Und ein Goalie, der dahinter drin steht, wir waren. Ja, wir waren. Also wie er den gerade rausgeholt hat, den musst du erst mal rausholen. Er ist mittlerweile über 130 Minuten ohne Gegentor jetzt. Muss im Eis okay auch erstmal machen. Weißt genau, du? Genau. Eigentlich das Bulli gewonnen gehabt, dann haben wir den Puck verloren. Ja. Sehen wir Kolmar, jetzt schöner Check hier hinten. Krebs. Ja. Arm geht hoch. So ein bisschen die ganz alte Garde. Erste 2 Minuten gegen Stuttgart wegen Stockschlag. So sehen wir es, Hudak fährt raus. Nummer 7. 2 Minuten Powerplay für die Eisbären. Schauen wir mal, wie das heute so läuft. Genau. Das Schöne ist, kann man vorher nie sagen. Manchmal sind wir im Powerplay gut, manchmal sind wir in Unterzahl besser. Ja. Ich kann so vorher nicht voraussagen. Aber bis jetzt gefällt mir eigentlich das, was beide Mannschaften spielen, eigentlich relativ gut. Ja, erfrischend. Upp. Ziemlich offen. Knapp vorbei. Stimmung auch sehr gut in der Halle im Moment. Ja, doch. Oh, schade. Das ist natürlich so sowas Möglichkeit. In Überzahl nicht passieren. Ja, jetzt kriegt er auch 2 Minuten. Oh, ja. Nee, hat Scheibe gespielt. Ja, okay. Super Abwehraktion. Kann natürlich auch schief gehen. Ja, klar. Aber wer nicht wagt. Oh, da hat das Verschluss nach vorne prallen, ja. Sollte man tun, nicht vermeiden, wenn es geht. Sven an der blauen Linie. Da hinten, ja. Mm.
Scheibe wieder zurückholt. Sehr gut. Ja. Festgemacht an der Bande. Jetzt mal spielen. Schrimpfee in blauer Linie. Stefano. Rupp, zieht mal durch. Nicht verkehrt. Sven. Wer ist das in der Mitte? Schmitz oder wie? Wer ist der? Und jetzt ist der Puck raus. So, noch 30 Sekunden Überzahl. Ja. Bis jetzt war es noch nicht wirklich berauschend, was die Eisbären gezeigt haben. Wir haben auch hinten den wir haben es nicht hingekriegt, uns da richtig zu positionieren. Genau, die Aufstellung nicht gefunden. Ja. Aber auch weil Stuttgart aggressiv dagegen spielt. Vorcheckt, jetzt schon im Mitteldrittel schon dagegen geht. Und, das und die Scheibe holen, genau. Ja. So, jetzt spielt er da richtig gute Zeit runter. Das heißt, uns bleibt eigentlich gar nichts gar mehr nichts übrig. Mehr Scheibe raus, das genau. Ding ist erledigt. Die erste Overtime, also die erste Powerplay der Eisbären bleibt torlos. Ja. Genauso wie die ganze Partie bisher noch. Schön macht von Stuttgart und wieder der Goalie, der Heilbronner, pariert hier erneut sehr, sehr gut. Ja, ist schon ein kämpftes Spiel. Ja. Genau in die Ärmel. Das Puckspiel, da habe ich auch noch nie mitgemacht. Irgendwann muss ich mal das Ding dann einfeuern. Mein Junior hat auch mal mitgemacht, hat gleich so komisches Trikot gewonnen. Der hat dann gefühlt so Größe Hauszelt und dann gewinnst du Trikot in Größe S, weißt du, das ist dann... Ja. Ich finde so Eishockey-Trikots hin, was haben wir heute auch mal eins an? Ja, ich habe es schon gesehen. Ja, da ist unser Logo mit drauf, das ist Heinrichs TV. Ja, das war das Heinrichs TV-Logo. Ja, ich weiß nicht, war glaube ich letzte Saison? Echt? Ja, die wo relativ zügig abgebrochen war, leider. Das war schon. Ich habe das leider, glaube ich, nur zweimal gesehen, das Trikot, dann war die Runde schon wieder rum. Waren ja schon sehr abenteuerliche dabei, von der Farbgebung und so. Ja, so eins haben wir daheim, so braunes und rosa und braun und waren schon abenteuerliche Sachen dabei. War schon klasse, ja. Das jetzt spielen wir in der Heilbronner Stadtfarben in blau-weiß-rot. Ja, das ist ja okay jetzt. So muss das sein, ja. Aber wie gesagt, die erste. Nicht von der ersten, die aber auch hier, wenn sie es mit Kaffee gewaschen hätte, das war so ein komisches Braun. Ja, ja. Ja. Da gab es wohl Türkis, dann gab es wieder das Rosa. Ja. Rosa war, ich glaube, so eins habe ich sogar daheim. Das sind sie mal geschenkt, wahrscheinlich. Sie dachte, komm, kriegst du nicht los. Weg mit der. Bei der Versteigerung, kein einziges Weg. Ja. So, da liegt jetzt ein Schläger mittel im Drittel von. Ja, fliegt dann Puff relativ hoch. Ja. Was holt sich denn jetzt hier? Wenig Pause sehe ich gerade. Wir haben erst 20 Minuten auf der Uhr, also insgesamt. Und nur noch 15 gespielt. Ja. Also das war auch nicht gerade der sicherste Safe. Wie gesagt, schönes Spiel, schnelles Spiel. Ja. Wenig Fouls. Ja. Erst einmal 2 Minuten. Kaum Unterbrechungen. Ja. Ja, da gibt es jetzt irgendwas, obwohl das kann aber gar 2 Minuten geben, wenn dann für wen, weißt du? Ja, das hat wahrscheinlich mehr Vedu wie ja. Ja. Ja, gibt für die Eisbären 2 Minuten. Ja, naja. Der Platz geht raus. Robin Platz. War wahrscheinlich Beinstellen. Also, ich hab das selbst, das war beide, also, weißt du, da ist der Alte auch noch gefahren, wo der andere gedacht hat, ja, so ja, hätte ich das mal gesehen. Klar. Das war keine Absicht und so, aber ist okay. 2 Minuten einmal mitschauen wir, vielleicht klappt es in Unterzahl besser oder die Rebels schlagen jetzt hier im Powerplay zu. Sören Breiter und Leas Beim, Bulli und Stuttgart Windin.
Beinstellen, ja. Ja. Jetzt sehen wir aber mal den Unterschied. Die Eisbären, ihr stellt ihr Quadrat. Stuttgart spielt genauso rum. Ja. Stuttgart hat vorhin drei aggressiv dagegen gehalten. Ja. So, jetzt raus mit dem Ding. Ja, aber, ja, war gut. Eisbären spielt die Scheibe raus. Wir haben denn in Stuttgart trotzdem wenig Raumklassen, obwohl wir eigentlich uns gar nicht so arg viel bewegt haben. Ja, ich sag mal, das ist unterschiedliche Taktiken. Ja. Ja, jetzt stehen wir wieder. Pünktlich raus, Eisbären wechseln ein bisschen. So, erste Minute Strafzeit ist schon rum. Ja, und der Puck geht auch wieder an uns. Ah, spielt doch langsam raus hinten. Ja, der steht auch dieses Mal wieder da. Jetzt Haas auf jeden Fall schon raus aus dem Ding. In der Mitte geht einer. Mitte, schön das Ding. Und jetzt mal schauen. Jetzt aber jetzt, ah, oh, schade. War Stefano, wirklich ja. Schönes Ding. Wäre wieder ein Short hinter Worte. Ja. Das war eigentlich abseits, weil der stand hier weit drin. 20 Sekunden noch. Die Überzahl, ja. Überzahl für Stuttgart. Zwei Foulmacher. Ja. Jetzt gehen sie auch ein bisschen mehr drauf. So, das ist jawohl, das jetzt aber. Jetzt die Möglichkeit. Haas! Ja! Das 1:0 für die Eisbären. In Unterzahl noch. Ja, 2 Sekunden vor Ende der des Powerplays von Stuttgart. Und gerade sage ich es noch, ja. In Unterzahl sind wir als besser in Überzahl. Wunderbarer Konter. Und das Tor schauen wir uns dann auch gleich nochmal an. Da kommt der Pass. Und dann schön reinkurben das Ding. 1:0 Führung für die Eisbären. Noch 2:25 im ersten Drittel. Und man muss sagen, wir sehen ein sehr gutes Eishockey-Spiel. Ja. Ja. Das ist natürlich wichtig, sowas Seiten. In Unterzahl, kurz ja. Vor Schluss vom ersten Drittel, kann nur gut sein für uns. Psychologisch ja. Perfekt. Ja, Marco, immer in letzter Zeit immer wieder öfters dabei, ja. Ja, doch, die Nummer 20, die Haas heißt, ist gerade, ja. Hat letztes Mal, wo ich Schluchter gemacht, aber auch 2 Tore gemacht. Gutes Omen. Ein anderer Haas, aber auch mit der 20. Ich glaube, wir können halt schlecht alle in Nummer 20 Haas-Trikots stecken. Ja. Aber wenn er das übernimmt, reicht es ja auch. Ja, passt. Moritz Grün fehlt noch, der ist nochmal einmal dabei in letzter Zeit. Sehr schön hier versucht von Krebs. Ja, wie du sagst, nur wer schießt, kann auch. Ja. So, 2 Minuten. Ah, das war nix, komm. Ja, das gibt es wenn für Stuttgart, würde ich sagen. Hä? Wenn, dann für Stuttgart. Ja, ja, ich denke, nee, oder? Nee, es gibt doch für uns. Doch für uns, Mut. Und okay. ich wollte gerade den Stuttgart in Schutz nehmen, denke ja, das muss jetzt nicht sein, also, aber jetzt, das sind für uns. Ist. Ja, hätte ich eigentlich auch beide schicken können, gell. Ja. Weil das war ja ein bisschen so geraufe irgendwie. Sich da zu entscheiden, war nicht einfach. Nehmen wir mal der Eisbär, wie gesagt, wenn ihr gesehen, Unterzahl ist das für uns nicht schlecht, das steht 1:24 noch im ersten Drittel. Schauen wir mal, was wir draus machen. Solange die Stuttgarter nicht sagen, wir verzichten auf die Strafzeit. so wie American Football, wo ich sage, ganz schnell, nee, wollen wir nicht. Ja. Das ist schon krass, also das ist der... Die haben da schon einen Haufen Regeln, wo du denkst, hä? Das ist ein ganz komplexes Spiel. Ja. Ich bin mir gedacht, das sieht so einfach aus, aber ich habe das nie verstanden. Nee, das ist schön. Ah, schade. Ah, schade, ja. Das wäre natürlich ein Sven sein. Ja. Nee, aber wenn du es ein bisschen verstehst, ist es richtig geil. Ja, ich habe mich noch nie ja. Jetzt so mit beschäftigt, dass ich es verstehen wollen hätte müssen, wie auch immer. So, schön geblockt hier und raus der Puck. Noch 40 Sekunden.
Und 1:15 haben wir noch Strafzeit für die Eisbären. Ja. Ja, wäre gut, diese als Nullführungspause mitzunehmen. Ich denke, ja, weil hätte aber auch nichts dagegen, wenn man noch ein zweites machen würde. Ja. Scheibe raus. Jawohl. Das war eigentlich auch absehbar, ist unsinnig, wenn einer voll genau vor dir steht, dann drauf zu hauen, dann schießt dem den Schlitt schon noch, klar. Ja, jetzt fährst du halt im Endeffekt, das war's mit dem ersten Drittel. Ja. Und da trödet es schon und Feierabend. 1-0-Führung für die Eisbären gegen die Stuttgart Rebels und ein sehr, sehr guter Eishockeyspiel am Freitag. Richtig klar war wohl dem Spielverlauf wieder, so würde ich sagen. Ist okay. Ja, du, das hätte auch 1 einstehen können. Ja. Sonst, ich sehe die beide auf dem gleichen Level und wir halt. Genau. Aber von der Großchance her war er doch die Eisbären ein bisschen stärker. Ja. 2-3 Stück. Deswegen ja. Sage ich auch, ist vielleicht das auch okay, okay so. Aber wenn du überlegst, was unser Goalie da, den einen, wo er rauskommt, ja, den ja, hat nochmal eine Sau. Muss man ganz ehrlich sagen, der war super geschossen. Und ich sage, ich habe den auch wirklich schon drin gesehen. Ja. Ich glaube, jeder dürfte, ja. Dass den noch einer hebt, hätte ich nicht gedacht. Gut, alles klar, Drittelpause. Wir gucken mal, ob es wieder Fleischkäse-Weckli gibt für uns hier. Und sind dann gleich wieder für euch da. Schauen wir, ja, das kannst du, glaube ich, oder? Ja. Holt euch kurz ein Bier aus dem Kühlschrank. Muss das Ergebnis noch ändern. Und dann hören wir uns zum zweiten Drittel wieder. Bis dann, ciao.
So, da steht unser Sprinter in der Mitte und das heißt Punktspiel. Und dann starten wir auch gleich. So, da sind wir wieder. Gleich geht's weiter. Was schreibt der uns hier? Please check Video Source. So, zweite Drittel läuft. Yep. Wir sind ein bisschen gestärkt. Ich hoffe, die Eisbären sind auch ein bisschen gestärkt. Ja. Ich hab mein Fleischkäse weggelegt. Ja, das ist. Gestern war gut.
lebensnotwendig. Ja. Wieso haben wir eigentlich kein Bild? Unser Bild steht gerade. Weil wir von unten kein Video kriegen. Weil da gucke ich mal schon runter. So. Beide Seiten schon wieder voll im Lauf. Beide Seiten schon wieder ganz gute Chance. Stuttgart wieder im Drittel der Eisbären mit der Scheibe. Eisbären erholen sich die Scheibe, spielt die Scheibe raus, gibt Bulli. Setzt sich nahtlos fort, das ist ein gutes Spiel. Da ist kein großes Abtasten, da ist kein großes. So, jetzt ja, hat das falsche Ding rausgesteckt. Jetzt sind wir da. Ja. Ja, das ist auf beide Seiten eine ganz gute Chance im Moment. Ja. Ich habe es gerade schon gesagt, also es geht munter weiter. Nichts mit Abtasten oder mal schauen, was machen die anderen. Gut, auch der hier schön verdeckt irgendwo. Ja. Und unser Goalie ist mittlerweile, klopft mal auf Holz, 7/7 ohne Gegner. muss erstmal hinkriegen im Eishockey, wie gesagt, hol ab. Ja. Waren schon Dinge dabei, also den einen, wo ja, rauskommt, der ist schon in der Pause unten diskutiert worden. Ja. Wenn sie auch so, also wenn ich Stuttgart wäre, ich werde direkt heimfahren. Da muss dann schon ins Verzweifeln kommen, ja. Weil irgendwann fängst du dann schon zu überlegen, was soll ich denn noch machen, dass dem mal einer durchgeht. Ja. Ja gut, das wissen die ja auch, weißt du, die gucken sich das ja auch an und sagen, Mensch, ja. Ja, ja, klar. Dass manche viel Stürmer das mittlerweile, wenn sie von Neuer zulaufen, das Knie dann kriegen. Ja, klar, klar. Das ist ja, der Versuch dann immer noch genauer, noch besser zu machen und ziehst ihn dann wieder vorbei. Genau. Ja, weil du zu viel überlegst wahrscheinlich, was kann ich machen, was muss ich machen, wie kriege ich den Ball an dem vorbei. Ja. Und so ist er dann hier mittlerweile wahrscheinlich bei dem auch schon. Ähnlich, ja. Das Ding ist, da muss ich einfach noch präziser, noch genauer haben und dann verziehe ich ihn zum Schluss ein bisschen. So, nichts passiert da unten. So, Scheibe wieder raus. Schön gespielt. Was war das? Abseits, glaube ich. Ja. Heinz, Timo, heute noch nicht so ganz in Erscheinung groß gedreht. Ja, Heinz. Der Heinz, ja. Nee, bisher noch nicht, aber das hat nichts zu sagen. Nein, nein, kann noch kommen. Sagen wir, bis jetzt war es eigentlich auch geschlossene Mannschaftsleistung, sowohl eigentlich gar keinen so groß rausnehmen kannst. Nee, nee, nee. Da jetzt Heinz im Spielaufbau, ja okay, das war jetzt nicht so weiter. Und jetzt nochmal Heinz. Ah, schade. Ah, ja. Leo Krebs. Schämt gut die Scheibe ab. Jetzt werden wir schon mit dem zweiten Mann beackert. Den Puck aber noch in die jetzt kommt Heinz, bissig, ja, schade. Dann zurück, schade. Schreibe raus. Aber es zeigt heute auch ganz andere Stärke, eine ganz andere Körpersprache, wie schon bei manchem anderen Spiel. Aber wie gesagt, so auch bei der Eisbäre muss man das Spiel nach einer Stunde abrechnen. Ja, ja, klar. Tage kann man da jetzt noch gar nichts. Noch haben wir noch keine Halbzeit, es steht erst 1-0 und wie gesagt, Stuttgart wehrt sich hier richtig gut. Und wir sind im 2/3. Ja. Spielt hier super mit und hätte auch das eine oder andere Tor mit Sicherheit schon verdient. Jetzt gerade beim Wechsel. Schrimpf. Thank you.
Zerrissei. Stativ wieder im leichtere, das sehe ich wieder. Jetzt müsste es wieder ein bisschen fester stellen. So, Scheibe bleibt im Drittel von Stuttgart. Eisbär aber die Scheibe. Sven weiter. Schrimpf. Scheibe ist frei. Schade. Ja, schade. Nächste gute Möglichkeit. Scheibe wieder abfangen. Sehr aufmerksam von der Eisbär im Moment. Ja, jetzt hatte ich hier, ja, das war natürlich jetzt. Sven ist schon in der Startlöcher vorne, wartet schon, dass er geht, aber jetzt zum Wechseln. Robin Platz, Cedric Platz. Ein gutes Ding, so ganz klein ein bisschen an der Schraube stärker stellen. Ab am Stativ. Ja. So, Bulli im Drittel der Eisbäre. Ja. Gibt es gleich nochmal. Jawohl. Das sind dann auch oft so Sachen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, wenn dann die Schiedsrichter ewig den Puck festhalten. Ja, und da haben wir den nächsten Save vom Goalie. So, nächstes Pulli. Und raus mit der Scheibe, gucken, dass man das Pulli gewinnt. Oh. Der mit dem Schläger abwehrt. Ja. War auf Zeit, der hat Spring fertig ausgesehen. Ah, es eröffnet hier. Patrick Quinn schön umspielt, ja, bleibt. Leider keiner dabei. Schade. Jawohl. Und Haas wieder. Er kann super die Scheibe abschirmen. Ja, das war schön gemacht hier und dann hat er sich komplett drehen müssen. Ja. Aber er hält die Scheibe. Wieder Patrick Quinn und Haas. Hat gegen zwei Stuttgarter, hat er sich behauptet. So, jetzt vielleicht Kontermöglichkeit für Stuttgart 2-1. Na gut, aber das ist für Matthias eine Herausforderung. Easy. Kann man ruhig mal erwähnen, den Mann. Ja. Wow, vom Stadionsprecher, ja, da gibt es auch noch eine Dankstelle. Da ist so der ein oder andere Fehler, wo du machst, mal dahinter wieder ja, raus. Der ist brutal ruhig, ja. Da steht er ja hinter drin, ohne großartige irgendwie Aktionen. Aber wenn sein muss, ist er da. Ja. Ja, du merkst halt doch irgendwo Tschechien als Eishockeyland. Ja. Da kriegst du es mehr in die Wiege gelegt. Das ist eine ganz andere Ausbildung, was die durchlaufen. Ja. Jugendinternate und. Ich glaube, auch unsere Jugend ist ja öfters mal in Tschechien. Und es sind auch so viele Jugendturniere in alles. Eishockey-Camps und sowas dann. Ja. Ja. Oh, den lassen sie aber weit unter Läu fahren. Und dann ist er drin. Oder auch nicht, wir schauen mal, ne, da gibt es noch ein bisschen Diskussion in dem Ganze. Die Schiedsrichter sind sich noch nicht ganz einig, wir schauen das Ganze nochmal an. Ja, das sehen wir nicht, da stehen zu viele davor. Es sind ja ein bisschen arg viele Leute vor, jetzt gucken wir mal, was passiert. Aber so richtig drin haben wir die Scheibe auch nicht gesehen. Ne, das auch nicht. Jetzt schauen wir mal, was die Schiris hier debattieren und diskutieren. Videobeweis. Ja, nicht einmal den haben wir leider. Also auf der Tafel steht schon 1-1, ja. Ja, der Tafel, die zählt noch, die warten wir mal ab, was passiert. Weil wie gesagt, das sieht nicht aus, als wäre das schon das 1-1. Jetzt werden wir gleich die Entscheidung hören. Sind aber beide schon beim Anstoß im Mittelpunkt. Diskutiert er.
Nee, so wie es aussieht, wenn ich die Körpersprache des Schiedsrichters mir anschaue, sieht es nach Tor aus. Ja. Ja, dann haben wir auch, ja, dann ist es vorbei mit der langen Zeit, der torlosen Zeit vom Matthias. 1:1, ja, jetzt haben wir die Bestätigung. Pfiffe in der Arena, allerdings weiß auch keiner, warum er pfeift, weil keiner hat eigentlich wirklich gesehen, was eigentlich los war. Und nicht einmal wir in der Zeitlupe konnten nee, das wirklich sehen. Zu viel davor gestanden war. Aber wie gesagt, die Scheibe richtig im Tor habe ich auch nicht gesehen. Habe nichts gesehen, aber wenn die Schiedsrichter das gäbe, wird es wohl so gewesen sein. Und wie gesagt, das 1:1 durchaus auch verdient hier. So, jetzt die Nerven behalten. Ja, jetzt mal sehen, jetzt haben wir hier 2 Minuten Anzeige gegen Stuttgart, wenn ich es richtig sehe. Sven macht sich vom Acker mal schon vorsichtshalber. Nee, gehört nicht dazu. Da sehen wir es hier, die 38 Leers geht rüber auf die Strafbank. Powerplay für die Eisbären die nächsten 2 Minuten. Oh, wäre eine gute Möglichkeit, das Ding gleich wieder gerade zu rücken. Ja. Jetzt muss auch das Wenn gehen. Ah ja, ja, wäre jetzt auch komisch. Hat sich mit Überzahl, das war auch wieder Rauferei. Ja. Sollte doch besser ruhig bleiben, sonst kann es ja bekommt nochmal 2 Minuten. Ja. Wenn jetzt das erste Mal, dass er wegen meckern dann, ja. Bulli vorm Stuttgarter Tor. Ja. Warum auch immer. Starten. Na, hat so. Der andere angefangen, oder? So. Geht's mit 4 gegen 4 weiter. Auf dem Eis 4 gegen 4 geht's weiter. Wir sind mit. Heinz. Warte. Ja. Jetzt ist wird's die gefährlich. Kontermöglichkeit der Stuttgarter. Ah, nee, hat sich schon. Oh, die sind jetzt 2 ineinander gefallen. Das hat wahrscheinlich weh, so wie es aussieht. Ja. Aber da geht keine Hand hoch. Nee, das war überhaupt nicht. Die haben sich zusammen verhakt. Das ist beide ein bisschen weh, du. Nee, ist. Alles gut. Ja. Ja, Schrimpf gehört ja auch zu der. Der steckt sowas alle. Etwas korrekt. Stabileren, ja. Ja. So, Bulli im neutralen Drittel, Eisberg gewinnt das Bulli. Ja, und verliere dann den Puck, das war jetzt nicht unbedingt nötig. Schön macht hier vom Stuttgarter Schippen rein. Und jetzt versucht. Die Möglichkeit des Konters, der aber schlecht gespielt hier auf Haas. Ja. Zum Glück machen sich Stuttgart im Moment auch nicht so viel besser. Aber. Oh, ja, der war gar nicht so gefährlich. Jetzt mal ruhig aufbauen wieder. So, ja, genau. Genau. Moritz Kühn verliert Scheibe wieder. Da auch irgendwie Stockhaken oder Bildrim. Gibt auf jeden Fall keine Strafe. Noch 51 Sekunden haben wir hier das 4 gegen 4. Beide genau draußen. Das ist halt dann schon eine ganze Menge mehr Laufarbeit, wenn halt auch noch fällt. Gell? Wenn dann nur 4 gegen 4, man sieht es deutlich, ja. Dass da viel mehr Platz ist, viel mehr weiß. Und jetzt das ist Silvan Breiter. Was hat er jetzt für? Legt den Spieler auf dem Eis. Ah, okay, alles klar. Stuttgart. Das
Aber auch das war eigentlich... Das war jetzt verdeckt irgendwo, den haben wir nicht gesehen gehabt. Ja, der Sören hat ihm die Scheibe weggespielt und er ist irgendwie der Schläger gefallen oder immer. Ja. Keine Ahnung. Also war, aber sicherlich, war sicherlich auch kein Foul. Halt weh du. Schiri ist diskutieren noch geschwind. Aber ich glaube, da wird nichts kommen. Nee, weil das war definitiv kein Foul. Ja, ja. Das war unglücklich. Ah, die haben diskutiert, wo sie weitermachen. Ja, war unglücklich, aber kein Foul. Ja. So, noch 17 Sekunden. Dann können wir wieder auffüllen, beide Mannschaften. Bulli gibt es wohl im Mitteldrittel. Ja. So, noch. Gleich haben wir dann eine Halbzeit in dem Spiel. Ist immer noch gutes Spiel. Ja. Offen umkämpft. Ja. Trotz allem fair. Geht hin und her. Ja, jetzt könnte man mal wieder hin, habe ich so. Ja. Ja. Und da locker wegfangen. Beide Mannschaften wieder komplett. Ja. Keeper der Stuttgarter. Umständlich, aber zum Schluss dann doch in unsere Reihe zu grob mit der Möglichkeit. Ah, der sticht dann noch rein. Versucht, oh, das war jetzt aber böse. Das und muss das nicht war, sein. Ja, das war 2 Minuten gegen die Nummer 77. Absolut zurecht. War überhaupt keine Scheibe im Weg. Das ist in der Nähe. Die war beim Keeper. Was? Sven muss wieder gehen. Und da sehen wir es nochmal, Stefano Rob. Stefano. Ja, also jetzt muss das Sven wieder gehen, das muss man jetzt. Ja, jetzt weil er erklären. Wahrscheinlich wieder meckert hat. Hör doch auf, ey. Hör doch auf. Der kriegt von hinten beide Arme ins Kreuz. Ja, da darf schon mal meckern, also ja, alles, was recht ist, Leute. Dass da immer so aus Konzession noch ein Zweiter vom Platz schicken muss, so dass das sich ausgleicht, das muss wirklich nicht sein. Ja, das ist. Auf der anderen Seite kann ich auch mal ruhig sein, aber das ist Eishockey, das ist emotionaler Sport. Also genau. Das schafft das wenn nicht und wenn er 60 wird vom Eis. Ja. Also das macht ihn auch aus, also das hat uns schon viele, viele Punkte und ganze Meisterschaften gebracht. Ja, gut, mittlerweile ist es nicht mehr so teuer, weil er nicht mehr so viele Schläger kaputt schlägt, was ja früher auch noch dazu kam. Ja. Aber wie du sagst, also Emotionen gehören auch ein bisschen dazu und ab und zu muss man halt zudrücken. Ja. Arsch, the last of QN. Ja, das war ein bisschen zu viel Technik. Ja, ja. So, wir spielen wieder 4 gegen 4. So, die Eisbären wechseln. Stuttgart auch. Schade. Schade, ja. Wenn er den richtig unter Kontrolle bringt. Jawohl, prima. Sehr Platz. Ja, ist auch ganz schön umkämpft. Ja, ja. Beide, aber keinen Puck verloren. Geht hin und her. Na, beide defensiv gut. Deswegen steht es 1-1. Genau. Eigentlich logische Konsequenz. Ja. Hälfte vom Spiel ist rum. Ja.
Ja, als Fußballer doch nicht so ganz erfolgreich wurde wahrscheinlich. Ja, ja. Wobei das natürlich mit Schlittschuh auch nicht ganz so. Liga B. Das hat jetzt gerade so ausgesehen wie ich, wo ich mit Eishockey probiert habe. Ich habe das noch nie probiert. Ich habe das schon ein paar Mal überlegt, ob ich da mal. Tu es nicht. Ist nicht gut, oder? Ich habe auch mal eine Stunde hier mittrainiert bei so einem Spaß-Event bei denen. Ja. Meine Frau hat gesagt, sie hat mich noch nie so schwitzer gesehen. Wir haben noch nie so lange Knochen wie du, wie nach der Stunde hier. Ja, okay. Ich bin mehr auf dem Eis rumgekrabbelt, wie Eishockey gespielt. Ja. Ja, das ist auch. Früher konnte ich mal Schlittschuh laufen, wie das heute ist, weiß ich auch nicht. Oh, ah, schön, aber. Oh, herrlich gespielt, aber genauso gut aufgepasst vom Köln. Jetzt geht schon zur Sache hier. Sven ist wieder dabei im Meckern. Heinz, da kommt der Heinz auch mal ins Spiel. Sven kam auf dem Eis, schon wieder dabei beim Meckern. So, jetzt bin ich mal gespannt, was du jetzt machst. Du musst das nochmal an, das war eigentlich richtig geil. Ja, das war. Ah ja, das war schon. War hier aber schon. Faul, ja, natürlich. Ja. Aber ich schätze, ich schicke wieder von jedem einer. Da muss er zwei rausschicken eigentlich, ja. So, der erste geht schon mal. Der erste Stuttgarter geht freiwillig. Drei weitere müssen gezwungen werden. Von uns fährt noch gar keiner, was ist los? Der Heinz. Nee, sieht aus, als hätten wir mal ein Powerplay. Hätte so der zweite gehen. Schiedsrichter auch sehr entspannt. Selbst das Wenn ich noch da. Wechseln nochmal geschwind den Bullikreis. Das ist bei der Frau ist so, die können die Frau bestimmen, wo sie. Okay. Die dürfen sagen, rechts oder links. Ich muss da, wo sie nicht so weit laufen müssen, oder? Nee, ich glaube, das ist je nachdem, wer auf dem Eis ist, man hast du da oder die oder die Seite. Aber die dürfen es auf jeden Fall rauswählen, wo sie Bulli machen möchte. So, jetzt haben wir mal wieder Überzahl. Ja. Zweite am heutigen Abend. Ja. Schwimmt, zieht ab, schön safe. Und jetzt die Möglichkeit auf der anderen Seite. Ja, Stefan ist immer mehr so am Schlenzen, wenn er so ein bisschen so richtig abzieht, ist er eigentlich gar nicht. Nee, versucht er auf die. Da guckt das immer Präzision, aus, ja, genau. Aber auch hier wieder, wie man vorhin gesagt hat, Stuttgart aggressiv, die gehen dagegen. Ja, und jetzt auch wieder mit Erfolg, der Puck wieder raus. Der auf die Eisberg gar nicht in ihre Aufstellung kommen. 20 noch im Powerplay. Oh, und das macht er richtig gut. Und wird da meiner Meinung nach gleich ein bisschen zu wenig bedrängt. Darf da irgendwie schön Schau fahren. Und auch der wieder nicht ganz so präzise. Dafür jetzt nochmal zwei Minuten. Jetzt geht wieder in Stuttgart, genau. Stuttgart. Diesmal ist die Nummer 7. Ja, da muss ich nicht aufregen. Das war schon. Das hat er deswegen rausgeholt. Das wollte so. Ja, ja, aber da ist er drauf reingefallen und dann darf er sich nicht aufregen. Hudak war das zweite Mal jetzt schon vom Eis. Ich sage, das ist Sven. Das kann er genauso gut wie. Ja. Nur das geht ja wahrscheinlich weiter. Ich glaube kaum, dass das jetzt da dabei bleibt bei denen. Meinst du, das wird noch ein bisschen aggressiver jetzt? Wir haben noch fast 1,5 Drittel. Ja, ja, wenn es mal anfängt, ein bisschen ruppiger zu werden, dann. Aber jetzt haben wir mal 5 gegen 3 und ich muss sagen, das Ganze noch 57 Sekunden. Ja. Und da sage ich immer, also da muss treffen. Sorry, das ist jetzt. Eigentlich müsste man, ja. Aber auch das haben wir schon oft genug erlebt. Sehr oft. Aber auch andersrum, also wir hatten auch oft genug, dass wir es überlebt haben. Aber jetzt müsste ich die doch eigentlich, was ist das schon da? Unpräzise, ein bisschen Robinplatz. Vorhersehbar auch. Ah, es zieht dann ab, jetzt Puck frei noch. Und bleibt im Drittel. Ah, es wird schneller gehen. Ja, sehe die beiden Platzbrüder. Ist nicht so langsam. Dann so ein Puck, den kannst du nicht kontrolliere gleich. 21 Sekunden, schönes Ding hier auf Cedric Platz, aber auch direkt auf den Macht die Ecke Goalie. Zu, genau. Und jetzt haben wir noch 12 Sekunden, ich denke mal, jetzt spielen wir den Rest wahrscheinlich. Noch einen hätten wir vielleicht, wenn wir da noch hinkommen. Nee, das nicht, dann machen wir halt 5 gegen 4, weiter, nochmal 1:03 Powerplay für die Eisbären.
Stefano. Upp. In der Mitte geht Heinz. Sven Breider. Oh. Bisschen zu hoch angesetzt. Kontermöglichkeit für Stuttgart. Ja, das Schönste geht. Ja, super Scheibe, Rausstochung, Schrempfe. Geht rechts nach links und links nach rechts. Ja. Schönes Spiel für Freitagabend. Genau. Wenig Tore, aber viel Action. Ja, und trotzdem viele Möglichkeiten. Ja, Möglichkeiten haben wir genug. Beide haben da Top-Goalies drin. Und jetzt Stuttgart vielleicht in Unterzahl mit der Möglichkeit. Nee. Ja, ist auch fast gleich wieder vollständig dann. Unser Tor war ja in Unterzahl. Ich glaube, die Jungs haben es gar nicht groß mitgekriegt, diesmal, dass sie noch einer mehr waren. Und jetzt sind sie wieder komplett 5 gegen 5. Er geht es weiter nach 5:24 hier im zweiten Drittel. So, Stuttgarter Verteidiger ohne Schläger. Jetzt hat er ihn wieder. Nee, er hat ihn immer noch nicht. Schläger ist raus. Schläger ist jetzt, kann er ihn holen. Ja. Das war jetzt nicht ganz so clever, dass er sich direkt dahinter gestellt hat. Oh. Ja, aber war auch nichts. Was ist jetzt? Wird er jetzt verwandt, weil er das siebte Mal den Schläger verliert, oder was? Ist der aufpassen. Nee, geht, oder? Nee, oder? Geht, ja. Wege Schläger verlieren, so oft. Häufige Schläger verlieren. Ja. Ich weiß ja nicht, was mit dem jetzt war. Werden wir gleich hören. Was er mit dem Schläger macht oder vielleicht auch ohne, man weiß es nicht. Ärgert sich aber auf der Bank, ich sehe das gerade, also die Begeisterung ist da jetzt, schimpft er noch mit dem Schiri. Hat nicht einmal einen Schläger, wo er dann irgendwo zusammenschlagt ja. Im Moment. Ja, der ist schon im Arsch. Ja. Aber es wird immer noch mitgeben, dass er nachher mitkommen kann. Ja, 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 schon mal was. Feiner Zug, ja. Ja, man denkt mit. So, Bulli geht verloren. Jetzt ist Spruch raus. Und jetzt Stuttgart mit der Möglichkeit, hier mit einem Konter vielleicht in Unterzahl was zu bewirken. Ich muss sagen, Stuttgart jetzt schon, also jetzt so mit 5 Leuten haben sie auch schon eine Weile nicht gespielt. Ja. Also zumindest nicht lang. Auf der anderen Seite wir auch nicht. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir wieder nächstes Mal. Das leider traurig dadurch, dass man gar nicht gemerkt hat. Ja, dass man es nicht gemerkt hat. Wir haben nicht viele Chancen gehabt dadurch. Also war es nicht so, dass wir sagen, Mensch, das wäre es gewesen. Ganz im Gegenteil, guck mal, die bauen hier ihr Ding auf. Ja. In Unterzahl. Und setzt halt die Eisbeine unter Druck, ja. Ja, das ist jetzt wieder Haas. Ja, aber es sind zu wenig, geht zu langsam. Ja. Kann Puck nicht stoppen. Ich wollte nicht sein Spiel bis jetzt. Nee. Ja, wie gesagt, die machen das Spiel richtig gut, ist Unterzahl. Die gehen aggressiv dagegen, die machen Vorchecking schon im Mitteldrittel. Und jetzt guckst du, jetzt sind wir da hinten zu zweit gegen vier. Das macht dann wenig Sinn, kommen, ja. Ja. Jetzt kommen ein paar dazu. Ja, und dann mal zu ungenau. Jetzt vielleicht mal. Aber schon wieder sind Schneider da. Genau. Kolmar steht in der Mitte jetzt. Gut. Und jetzt muss er in Mitte kommen. Nee, jetzt kommt er nicht. Mitte war Haas gestanden. Wieder Pirouette. Ja, Kolmar gestanden. Pirouette zu viel. Ja. Ah, trifft er die Scheibe nicht Leo richtig. Krebs war das. Heinz ist noch drin. Ah, schön verdeckt hier, Heinz lässt ihn durch. Krebs breiter. Sören breiter. Kolmar. Bleibt schon gleich hängen. Ist schon wieder komplett, wieder nichts draus gemacht. Und kriegt jetzt 2 Minuten gegen Kolmar. Ja, jetzt haben wir es. Habe ich jetzt auch nicht so als 2 Minuten gesehen, aber ist okay. Ja, es sind jetzt doch 2-3 komische Entscheidungen von der Schiris dabei. Ja, auf beide Seiten. Ja, ja, das gleicht sich aus. Oh, jetzt wird er noch angeblitzt auf der Strafbank. Ist der Nick. Nick spielt mit dem Licht. Oder ich weiß gar nicht, ich glaube, heute hat jemand anders, der das macht. Okay.
So, zur Abwechslung die Eisbahn mal mit einer weniger. Yep. Letztes Mal ist letztes ganz mal gut ausgegangen für uns. Okay, ja. Ja, das alles null gemacht. Das ist auch schon eine Weile her. Oder? Ja. Beinsteller, okay. Ja, okay. Sieh mal. So, guck mal, ob Stuttgart es in Überzahl irgendwo besser macht. Bleibe hier an Stefano Rupp hänge. Und jetzt vielleicht die Möglichkeit hier über Sven Breiter. Der macht Zeloy, wird geblockt und er geht hoch und es müsste eigentlich Bulli ein Drittel der Stuttgarter geben. Ja gut, das will er machen, war ja gar keiner dabei. Ja, ja. Ah, ich bin mehr Konstant raus, oder? Ja, ich meine, er ist halt im Moment, ist das wenn auch geschäftlich brutal eingespannt, der kommt immer erst kurz vorher und er wird 34, der läuft halt einmal 20 Jahre, auch nicht mehr einfach so ganz schnell davon. Ja. Aber man merkt natürlich, also das ist wirklich so ein kleines Giftzwerg. Immer noch brutal wichtig für die Mannschaft. Also ja. Immer noch ein Vorreiter. Ja, und du kannst dir die Statistik auch gucken, er ist bei der Goalgetter oder bei den genauso weit vorne wie bei der Strafzeit. Das ist einfach so. Da der Vater aber die Hälfte kriegt er meistens weil er den Schnabel nicht halten kann. Zu den Bad Guys gehört er schon immer, ja. Da konnte er sich immer schön mit Igor Filobok battlen. Ja. Ja, aber wie du sagst, man spielt ja kein Halma oder Schach. Ja, nee, es ist schon körperbetonter Sport. Und dass er halt ab und zu, oder das ist bei den Breiters, bei allen, also ich kenne ja seinen Vater sehr gut, dass die mal ganz schnell oben rausgehen. Naja. Und aber dann zwei Minuten später ist auch wieder alles gut. Und vielleicht ist das fürs Herz und fürs Sederleber sogar besser, ja. Wie alles zu schlucken und in sich rein zu fressen. 52 Sekunden noch. Schrempfi kommt wieder. Ne, bis jetzt nicht viel passiert in Unterzahl. Plätschert im Moment so ein bisschen. Ja. Das zweite Drittel ein bisschen, weil von den Chancen her ein bisschen weniger, würde ich sagen. Aber ich glaube auch, dass das ein Spiel ist, das nicht 10 zu 8 oder so ausgeht. Also. Aber so wie wir gesagt haben, ist ein Spiel auf Augenhöhe und das macht dann doch mehr Spaß wie jetzt das Freiburg-Spiel. Ja. Und im Endeffekt so, ja, eigentlich auch irgendwann gar nicht mehr kommentieren magst, weil nee. Das ist schon schade, weil ich mag schon Gegner, aber die auch schön. Wirklich Gegner sind. Eigentlich nur eine Mannschaft kommentieren, ja, genau. Ja, weil eine war gar nicht da. Ja, das macht keinen Spaß. Das hier gefällt mir schon besser. Nee, auf jeden Fall. Da gehst du ja jede Spannung verloren, wenn es einmal 5-6-0 steht. Ja. Und du siehst, dass die anderen gar keine Chance mehr haben. Ja. Und eigentlich würde ich von Anfang an schon gar nicht mitspielen wollen. Ja. So, oh, der war schön, Rückhand hier aufs Tor gezogen. So, noch 13 Sekunden. Den hat er auch wieder. Und, oh, der, nee, oder? War vorher Abpfiffer. Nee, der war drin, die Zeit, der war drin. Der war drin, welch ein blödes Ding. Den haben wir nochmal. Okay. Ich hab gedacht, ihr hättet einen Pfiff gehört gerade vorher. Achtung, jetzt geht er runter. Und jetzt ist er vorher mal drin. Ja, und er zeigt es außen an. 1-2, der Spielstand. Stuttgart geht in Führung. Was ein doofes Tor, hä? Ja. So, jetzt sind wir mal gespannt, was machen die Eisbären da draus. 44 Sekunden noch im zweiten Drittel. Jetzt haben wir eigentlich genauso umgekehrt zum ersten Drittel. Jetzt gehen die Rebels hier mit einer kleinen Führung, also psychologisch sehr wertvoll, kurz vor der Pause, ja. Ins letzte Drittel. Und ich hoffe mal, dass wir das letzte Drittel auf jeden Fall besser spielen, wie das gegen, wer war das? Gegen Pforzheim. Ja, 4-0 verloren, letzte Drittel. Das muss nicht sein. Ich hoffe hier auf ein spannendes letztes Drittel. Ja, man hat halt einfach auch wieder arg viel Chance liegen lassen mit 5 gegen 3, mit 5 gegen 4.
dann kriegst du halt irgendwann die Rechnung. Irgendwann rächt sich das, ja. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht unverdient. Also nein, überhaupt nicht. Es hätte auch 2-1 für uns stehen können, wenn genau, wir verdient genau. gewesen. Also da kann es nicht sein, dass es in irgendeine Richtung geht. Wahrscheinlich so bis jetzt so ein typisches Unentschieden-Spiel. Ja. Ah, schade. Ja, Leo Krebs kriegt dann noch. Und dann gibt es 2 Minuten gegen Stuttgart. Logischerweise, ja. Haken, ja. 9 Sekunden, 11. Sekunden vor. Ja. Ja, den haben wir auch nochmal geschwind. Da sehen wir es schön von Leo und dann kommt er hier rein. Ja, Haken war es eigentlich nicht, aber nee. Zumindest umgeschmissen. Behinderung. Aber ich glaube, umgeschmissen haben sie nicht. In der Regel. So, die 33 auf der Bank. So, das heißt, ich denke mal, in den 11 Sekunden wird jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich viel gewollt. Du! Hat er mal früher öfter so direkt Bulli, zack, Peng drin. Aber das waren auch noch die Zeiten, da gab es viel mehr Schlagschüsse irgendwie. Die vom nächsten Mal wieder Schrimpfi. Und das war's. 2-1 für die Stuttgarter Rebels hier in Heilbronn gegen die Eisbären. Wir lassen euch wieder ein bisschen mit der Eismaschine alleine. Das Puckwerfer habt ihr jetzt nicht. Also die Spannung ist in der zweiten, dritten Pause. Müsst dann doch einen Gläserwerfer oder irgendwas anderes. Blumentöpf, Pfanne, irgendwie was rumsteht. Also wir sind gleich wieder für euch da. Noch alles drin. Und warte auf ein tolles letztes Drittel. Genau, bin ich überzeugt davon. Ja, ich auch. Bis dann. Jo.
So, wir sind wieder da. Und die anderen sind auch schon so gut wie alle wieder da auf dem Eis. Sieht gut aus, geht gleich weiter hier. 2-1 Führung für Stuttgart. Und wir haben noch 1,50 Powerplay für die Eisbären. Allerdings das Powerplay, Holger, das war bis jetzt noch nicht ganz so der Traum. Achso, der kann mich gar nicht hören, der hat noch gar kein Netz. Ja, nee, aber wenn wir es kriegen. Das Fleischkäse-Wechsel gab es das mal wieder. Und eine Apfelschorle dazu, alles ist gut. Und los geht's, der letzte Drittel am heutigen Freitagabend. Ja. Muss ein bisschen was passieren bei der Eisbären? Ja. Zumindest sollte man mal wieder da durchschießen, das wäre irgendwie gar nicht so schlecht. Im Moment haben wir noch fast 1,40 Überzahl, ja. Und nachdem es vorhin in Unterzahl geklappt hat, nehmen wir jetzt auch mal als in Überzahl, wenn es geht. Könnten wir auch mal machen. Wie gesagt, bis jetzt nur aber ein Tor, das war in Überzahl. Es ist wirklich gut, wie Stuttgart das macht mit diesem Vorchecking. Ja. Aggressiv dagegen. Aber jetzt wieder. Eisbären kommen wir gar nicht in ihr Spiel. Kommen wir raus, nee. Aus dem Drittel. Und das sollte man halt schon mal irgendwie erreichen, wenn man da schießen will. Ja, aus dem eigenen Drittel etwas schwierig. Ja. So, Sven bringt jetzt vielleicht mal die Scheibe ins Drittel. Ja, da haben wir Stefano Rupp. Das ist schon richtig offensive Verteidigung, die laufen die Spieler an. Jetzt hat man sie mal stehen. Jetzt mal sehen, was machen sie draus. Formation ist aufgebaut. Rupp nochmal zurück. Zwei Leute vorm Tor. Ja. Rupp könnte jetzt mal abziehen. Tor! Schau, Tor! Und was für geile Setting. Sven Breiter. War das Breiter? Wir sehen es gleich nochmal. Auf jeden Fall der Ausgleich für die Eisbären. In Unterzahl. Zum Schluss 2-2 und da sehen wir es nochmal. Rupp zieht ab und ja, das kann Sven Breiter sein, der den Schläger hinhängt. Ja. Vielleicht können wir es nochmal sehen. Vielleicht ein bisschen langsamer sogar. Da muss ich ein bisschen vorziehen. Ich denke, es war das Sven. Ja, hat den Schläger dran und lupft ihn somit am Goalie vorbei. Und 2-2. Ja, und da muss ich sagen, das ist auch der Spielstand. Der spiegelt das Spiel auch ein bisschen wieder. Genau. Wie gesagt, unentschieden ist ja bis jetzt ein absolut gerechtes Ergebnis. Stefano Rupp kriegt hier den Treffer von Kevin Maletz auf Stefano Rupp. Wir haben da den Schläger von Sven Breiter noch gesehen. Ja. Aber ist so wurscht. Genau. Von mir aus kann da die Eismaschine noch dran gewesen sein. Auf jeden Fall steht es 2-2, was ein absolut leistungsgerechtes Ergebnis zu diesem Zeitpunkt ist. Und jetzt schauen wir mal, jetzt vielleicht die Power, das Momentum mitnehmen und sagen, komm, jetzt haben wir eins, jetzt machen wir nochmal eins drauf. Weil jetzt fehlt ja eigentlich das ganz normale Tor. Eins Unterzahl, eins Überzahl, jetzt vielleicht 1-5 gegen 5, dann ist das Ganze... Würden wir auch noch nehmen, dann hätten wir das volle Programm durch. Alles durchgefahren für euch. Und dann noch ein Empty Net am Schluss und alles gut. Und alles ist gut. Dann habt ihr mal wieder alles gesehen hier auf AnixTV bei den Eisbären aus Heilbronn. Immer noch so ein bisschen eine Herzensangelegenheit von uns. Auch AnixTV hat den Eisbären einiges zu verdanken und auch viel, viel Spaß, den wir mit denen schon hatten bei Meisterschaften und. Wäre schön, wenn wir da mal irgendwann wieder hinkommen, zumindest in so Finale oder so. Ja. Kann mich auch an feuchtfröhliche Nächte in der Laubinhalbronn erinnern. Ja, da war dann immer nach dem Ding. Wo sind wir, was geht, da pfeift er ab. So, Rudelbildung vom Tor. Bisschen, ja. Alles gut, Goalie hat die Scheibe. Ja.
Man hat auch hier schon festgestellt, habe ich mit dem Stefano Rupp doch einiges an Glühwein verkonsumiert an dem Abend. Oh, der war gerade gar nicht mal so ungefährlich. Und der Stefano hat am nächsten Tag 3 Tore gemacht. Genau. Ja, also es ist besser. Ja. So, jetzt die Scheibe in den Griff kriegen. Da sehen wir nichts angezeigt. Das war okay alles. Alles im grünen Bereich, der Zweikampf. Ja, da ist über die blaue Linie gefahren. Stimmt. Scheibe raus. Ja, interessant, was er da macht. War okay. Ja. Oh, fast schade. Ja. War gut, schade. Eigentlich gut gedacht. Ja. Icing, ja. Wenn er den mitkriegt. Aber hätte, wenn nicht, aber. Ja. So, haben wir noch 16 Minuten Zeit hier. Und ich bin gespannt, wer hier zum Schluss die 3 Punkte mitnimmt. Vielleicht werden es auch bloß 2. Das Spiel riecht schon fast ein bisschen da noch. Ja. Da ist durchaus drin. Mal der Overtime hatten wir auch schon eine ganze Weile mit. Ja. Hatte man gegen Pforzheim eigentlich schon fast gedacht, dass in die Overtime geht, aber das war dann irgendwie dann doch nicht so. Das ging dann in die Oberkatastrophe. Ja. Ja, schlimm vor allem hier, dass du gegen wen verlierst. Das ist ja das gegen den Kreis, da wolltest du ja nicht verlieren. Da hat er wieder. Jawohl. Ja, ist schade, dass er 2 so ein bisschen dommelige Tore eingekriegt hat. Die waren beide, also. Ja. Also weder schön rausgespielt noch toll geschossen. Nee, das ist das zweite also war ja gestochen, so, ja. So ein Hogler. Und beim ersten, was ich gerade vorhin drin gesagt habe, also spricht man über Tor am Abseits eigentlich. Stimmt. Passiert saumäßig selten eigentlich. Ja. Ja. Aber es sitzt ja doch auch ein paar Leute drin, die vielleicht da sind ja deswegen die Schiedsrichter nicht draufkommen. Ja. Ja, wird sehr selten gepfiffen. Ja. Aber wenn es halt die Regel gibt. So, Heinz kriegt das Ding hier raus und Leo Krebs. Oh, macht er gut. Sehr gut. Stört. Sören Breiter war das. Oh, jetzt aber abwehrt Bulli im Drittel der Heilbronner. Ja. Durchwechseln. Die Rupp-Reihe kommt wieder. Ja. Mit Breiter. Schrimpf. Haas müsste eigentlich auch. Ist der auch. Die waren einmal vorhin zusammen auf dem Eis, habe ich gesehen. Ja, sind sie halt das mal, oder? Nee, Schrimpf. Das ist die 90, der Schrimpf. Schrimpf, ja. Sven Breiter. Stefan Rupp. Und dann haben wir. Dann geht er durch und es gibt das nächste Icing. Kevin Mahlitz ist noch in der Reihe im Moment. Hm. Stimmt, das war der, wo den Assist gewahrt. So, Breiter beim Bulli. Sehr gut vom Stefan. Ja. Und jetzt eröffnet der Pass nach vorne auf Kevin Mahlitz. Der spielt aber erstmal durch für den Wechsel. Ne, gibt ja gar keinen Wechsel, doch. Teilweise. Ja, ein bisschen was, ja. Schön gespielt hier, versuchen, Leers auf Traub. Oh, es gibt zwei Minuten. Ja, und die hat er sich verdient auf jeden Fall. Rupp. Das waren die 97. Der da jetzt gehen darf, erstes, wie heißt der wieder? Dann sieht er mal wieder. Da ist Heinz. La, hat er 93 wird. 97 ist hier, also, da ist Heinz. Achso, und der andere Heinz heißt? 93? Der andere
Timo Heinz. Ja, Lars Heinz. Ja, die zwei Heinz-Brüder von Biedigheim damals. Bringt man ganz durcheinander, die Brüder. Ja. Die Heinzelsmänner. Biedigheimer. Ja. So, jetzt haben wir wieder Unterzahl, wieder 2 Minuten. Boah, hat nichts zu sagen. Muss man. Ganz so und so laufen. Ja, es sind schon einige, die Saison haben schon ein paar Shorthänder gemacht. Also ja. Denke mir schon ein paar Sachen. Was ich so ein bisschen vermisse, haben wir aber schon mal gesagt, das sind so die hier, weißt du? Oh, 3:1, 3:2 Führung für Stuttgart. Den Schläger hat er schön hingehalten. Und es war gar nicht so einfach. Und ich weiß gar nicht, wie viel Absicht da dahinter stand. Ja, eher weniger, glaube ich. Sehen wir gleich nochmal, denke ich. So ein Hobbel. Sehen wir nicht gleich nochmal. Aber fast hätten wir es gleich nochmal gesehen. So ein Hobbelpuck. War wieder so ein blödes Ding. Hobbel, der hält den Schläger hin und der geht über die Linie zum 3:2 für die Rebels. 13:35 haben wir noch im letzten Drittel. Jetzt heißt es wieder Aufbäume für die Eisbären. Ja. Die bleiben auch so, wie sie sind, auch Mais mit Malets mit. Gut, dadurch habe ich da vollständig. Aber dafür sind wir vollständig, ja. Das haben wir zumindest relativ zügig wieder erledigt gehabt. Ja. Der Heinz ist wieder da. Sandwald. Und da haben wir. So, jetzt hören wir gerade, wir haben das Tor. Doch, dann können wir es uns gleich doch nochmal anschauen. Bei der nächsten Unterbrechung machen. Ja, wenn es. Falls noch eine gibt. Nicht, dass wir uns noch gleich noch zwei zurückkommen müssen. Ja. Ja, wenn dann vielleicht auf der anderen Seite jetzt die Möglichkeit für die Eisbären. Ja, kriegt die Scheibe schöner nicht Check drüber. War das hier. Kriegt so, leider die Scheibe nicht drüber. Der war auch erlaubt. Schönes Ding. Abseits. Und jetzt können wir das Tor nochmal anschauen. Ja. Ganz komisches Ding. Ja, der kann doch gar nichts dafür. Nee, der kann nichts dafür. Der hebt das Ding doch richtig nah. Also der steht unglücklich. Ja. Steht. Steht unglücklich und macht das 3:2. Dem ist eigentlich der Puck gegen den Schläger gefallen. Ja. Der hat gar keine aktive Bewegung gemacht. Der stand nur da. Ja, das gewisst. Ich muss da nichts machen. Das ist später nicht so ausmacht. Der hebt den Schläger hoch und der andere zieht drauf. Ja, ja. Und da kommt der abgefälschte Scheibe und fällt ihm genau auf die Scheibe. Ja, und jetzt aber nach 2 Spiele zu 0, 3 Gegentore für unseren Keeper. Und alle 3 waren irgendwie. Konnte er gar nichts machen. Das waren auch alles 3 blöde Treffer. Ja, also ja. Das sind nicht Treffer, wo die Video im Eishockey jedes Mal siehst. Super Rausspiel oder so, ja. Alles ganz komische Dinger hier. Jetzt Haas hier. Ja, ich muss sagen, so ein bisschen was sollten wir heute schon mitnehmen. Schon wieder 2 Minuten gegen schon die Eisbären. 2 Minuten gegen uns. Ja, ja. Ich sehe es gerade, kein Goalie auf dem Pause, Platz. Ja. Ja, das 6 ist gegen 5. Jetzt wieder ein bisschen viel Strafzeit. Wir haben zu viele Strafzeiten. Das ist zu viel, was man da jetzt nimmt. Allerdings wüsste ich jetzt auch wieder nicht, was da eigentlich war. Aber wir könnten den Puck mal langsam unter Kontrolle kriegen, dass wir hier. Weil das ist unsere Zeit, wo der gerade runterläuft. Ja. Die machen es richtig gut, die Stuttgarter. Verdeckter Schuss. Und nochmal die Möglichkeit. Und da ist er wieder drin. 2:4. Und wieder so ein komisches Holding-Ding. Fliegt da über den Goalie drüber. Jetzt gibt es aber irgendwie noch Diskussion mit Sörenbreit. Da sehen wir es gerade nochmal. Schaut euch das mal an. Wieder so ein Ding, wo über die Schulter geht. Kein Schuss reingeholt. Lass mich nochmal geschwind. So, der Holger hat ihn, glaube ich, noch nicht ganz gesehen. Ja. Ja, und da sieht man unseren Goalie, der ist jetzt mal gar nicht amused. Das leckt Frosted, ja. Wenn du lauter solche Eier kriegst. Ja, ja. Weißt du, wenn du irgendwo mal schuld bist, ist okay, aber. Hast du nochmal?
So, da sehen wir es nochmal. Schön macht von dem Stuttgarter und dann irgendwo abgeprallt und leicht über die Schulter köpft der Ball. 2:4 Führung für Stuttgart, 10 Minuten und 52 haben wir noch auf der Uhr. Das wird hier ganz eng, aber wir sind zumindest immer nicht lang in Unterzahl. Ja. Also das muss man sagen, wir unterbrechen die relativ frühzeitig. Ja. Gut, die einzige Chance wäre gewesen, wenn es ein zu hoher Stock gewesen wäre, aber es war es nicht, also war alles okay, denke ich mal. Aber wer hatte die war noch gar keiner draußen, gell? Nee? Nee. Das war schon während es angezeigt wurde, ist im 6:5, als ein Goalie raus hatten, hat sich das mal, das ist auch selten eigentlich, gell? Dass das dann so dass das mal funktioniert auch mal, ja. Man macht zwar immer mit du den Goalie raus, aber eigentlich ist das auch nur, dass der rausgefahren ist, wieder reinfahren darf. Diesmal hat es mal funktioniert für die Stuttgart Rebels. Ja, aber auch wieder, wie du sagst, also absolut unglücklich. Also ja. Rumspringende so, Scheibe da. Ein bisschen Diskussionen. Ich glaube, das ist der Trainer der Eisbären, Pavel Jankovic. Ja. Jankovic. Nette Kerle kriegst du nur nie zum Interview. Hat er mal gar keinen Bock drauf. Ganz ruhig am Typ so. Ja. Also zumindest nach außen. Ich weiß nicht, wie er in der Kabine ist. Ja gut, ich diskutiere drei. Die bringt jetzt nichts. Bringt eh nichts. Der wird nie das da zurücknehmen. Das gibt's nicht. Nee. Und der schreibt dir jetzt auch keinen Bonus auf, dass du gleich ein Tor kriegst. Nee. Weil, also das ist... aber das ist halt Sven muss sich da ein bisschen austauschen. Ja, klar. Natürlich auch gefrustet. 4 so dämliche Tore im Endeffekt. Aber ja, ist halt so. Die Energie jetzt ins Eishockey legen. Kämpfen. Ist unser Bild jetzt dunkler oder seht ihr das falsch? Ich weiß es nicht. So, aber nicht, dass wir sagen, bei der Eisbär geht langsam das Licht aus. Ja, ja, ja. Nee, wäre ein bisschen früh, also so weit schmeißen wir, da haben wir noch nicht. Nee, solange wir gegen Freiburg noch gewinnen können, ist alles gut. Ja, ja. Es ging jetzt auch noch um die Strafzeit, ob die jetzt, weil eigentlich war es ja... Nee, die ist ja aufgekommen, oder? Ja, das habe ich jetzt noch durchgesagt. Ja, gut, okay, ja. Das wäre jetzt nochmal der Traum gewesen, wenn man die jetzt auch nochmal absetzen hätte müssen. Wieder schön macht hier. Ja, nee, muss mittlerweile sagen, Stuttgart spielt effektiver. Ja. Also sind aggressiv. Ja. Ja, das, was ich gesagt habe, was mir in dem Unterzahlspiel so gut gefällt, dass sie so Fortschicker und aggressiv draufgehen. Schon früh anlaufen, stören. Ja, und haben auch unsere Videos gesehen. Wie knackt man die Eisbären? Ja, mit Sicherheit. Auf der anderen Seite, ich hätte selber einen Livestream, wäre auch gut können, wie man die knackt. Ja, na gut, bei uns ist auch noch. Aber, 2 Minuten und Penalty. Penalty muss das eigentlich geben. Ja. Muss das ein Penalty geben. Eigentlich muss es ein Penalty geben, ja. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Haben wir denn zufällig? War eine klare Torchance. Bleibt er im Tor liegen. Puh, da kommt auch schon hier Meister Hilse mit der 33, aber ich muss glaube, der kommt dann schon wieder hoch. Wie nennt es da irgendwie? Sieht nach Schrimpf aus, oder? Nee, ist 47. Das ist Maletz, oder? Kevin Maletz. Ja, Kevin Maletz. Aber es gibt keinen Penalty. Das ist jetzt für mich nicht ganz nachvollziehbar. Weil sowas hätte ich jetzt als klare Torschance gesehen. Vereitlung einer klaren Torschance. Ja, gab es eigentlich für mich wenig Diskussionen, aber für die Schiri ist dann wohl schon, aber ist okay. So gut kenne ich mich da nicht aus. Vielleicht habt ihr noch irgendwas gesehen. So, rein ins kurze Eck. Versuch war das gleich wieder abgepfiffen. Ich habe mal von den Schiedsrichter hier so ein Regelbuch geschenkt gekriegt. Ja. Das ist unglaublich, wie viele Regeln das es da gibt und wie viele Handzeichen. Ja, ja. So, ihr hört Attacke. Ja, und jetzt wird auch Zeit, 9 Minuten 43 vor Ende des Spiels. Wir brauchen einen Anschlusstreffer. Wir brauchen jetzt mal hier das Tor in Überzahl.
Da vielleicht. Oh, schade. Alter, war das, glaube ich. Knapp am Tor vorbei, ja. Sören, nee, das war Cedric Platz, die 48, war das? 48, ja. So, jetzt müsste schon mal irgendwo was passieren. Ja, aber ist nee, schon, die stehen alles, sehr gut. Die stehen gut, ja. Die machen das richtig gut. Und wir haben auch, muss man sagen, wir hatten noch keine so eine gute Idee. 5 Minuten Strecke, wo man sagt, Mensch, leck mir im Arsch, da waren wir jetzt aber extrem überlegen. Spielen die ganze Zeit ausgeglichen. Ja, nee, und nun jetzt, die letzten 10 Minuten war Stuttgart stärker, muss man so sagen. Ja. Jetzt brauchte man eigentlich mal so einen kleinen Wachrüttler. Vielleicht auch mal so ein dämliches Tor, wo irgendwie reinfällt. Gut, dazu muss halt aufs Tor schießen. Schade, schön aufgepasst hier von den Rebels in der Meeting. Jetzt mit die Möglichkeit zum Konter. Bleibt er weg, wir brauchen jetzt schon wieder, was, weil noch 40 Sekunden haben wir hier das Powerplay der Eisbären. Das und Stuttgart so macht auf, das richtig gut. Richtig gut, mal das. Da gibt es schon wieder Anzeige, 2 Minuten gegen Heilbronn. Kommt jetzt, warum auch immer, habe ich auch wieder keine Ahnung, was da war. Oftmals im Verborgenen. Tipp auf Stockschlager. Auch Kevin Mahlitz wieder. Ja. Aber so kann ich schwer Spiele gewinnen, wenn es so ein Kinder liegt. Ist schon, also schwieriger. Mir fällt auch langsam der Glauben, dass wir hier heute Punkte mitnehmen. Ja, ich glaube mittlerweile. 8 Minuten ist ein Arschvollzeug. Ja, im Eishockey da kann viel passieren, aber ich sehe da gerade. Da fehlt auch die nötige Körperperspannung und die Haltung dazu. Das geht schon wieder so ein bisschen so. Oh. Ja. Und Stuttgart spielt es auch einfach gut, muss man einfach sagen. Die sind konzentriert, kommen wir hier auch jetzt wieder aggressiv. Ja, die haben 4 Tore gemacht, wie ist er nicht wie? Ja. Aber, ja, ist so. Aber auch die Tore könnte nur. Gottes Wille, Heinz mit der Riesenmöglichkeit hier. Gut, und dann schießt das Ding raus. Ah, das ist natürlich das nächste Kapitel, was wir aufmachen müssen, die Chancenverwertung der Eisbären. Das ist also ein trauriges Kapitel. Ich glaube, den haben wir sogar so traurig, wie es ist, aber da müssen wir schon warten. Da wenn halt nur jeder 10., 12. Ja. Und andere machen aus 3 halt einer, dann ja, wird schwierig. Bei solchen Sachen, also wie wieder der Puck noch habe. Und dann vor allem, warum spielst du den Puck dann außen Viertel raus, weißt du? Ja, wenn du in einer Druckphase bist, nimmst du wieder selber aus dem Spiel. Ja. Und jetzt Stuttgart im Powerplay. War das. Auch mal ein Fehler. Und jetzt vielleicht die Möglichkeit. Sven Breiter. Und ja, das ist der Hurgler, geht dann halt nicht rein. Aber jetzt können wir uns den von gerade eben nochmal schon anschauen. Und 2 Minuten gibt es für Stuttgart, oder? Ja. Ja, 2 Minuten gegen Stuttgart. Gucken wir mal, ob wir den noch haben. War das der? Ne, das war der vorher, steht danach noch ein. Ja. So. Ausgeglichen wieder. Ja. 4-4 auf dem Eis und danach haben wir noch ein bisschen Zeit. 44 Sekunden noch die Eisbären in Unterzahl und 2 Minuten jetzt die Stuttgarter. Aber es sammeln sich doch einige Strafzeiten. Also dass man ein Komplettspieler ist relativ selten. Zelda, ja. Und das beim Spiel ist in meinen Augen jetzt nicht wirklich hart. Nee. Also die meisten Strafzeiten kriegen wir ja gar nicht mit, weil die außerhalb vom Bilden oder was weiß ich irgendwo passieren. Aber es hat uns auch bis jetzt mit den Überzahlspielen. Die Umkleide, ja, da hat uns jetzt nicht wirklich doch einmal dummeln. Ein Überzahlter, ein Unbezahlter. So, jetzt wieder nächstes Ding. Rupp war das. Rudak war auch schon ein paar Mal draußen heute. Eisele. Wo ist er? Achso, der hat noch. Ja, aber cool. Das ist cool. Wir sind in Unterzahl. Nein, wir boxen mal gleich. Ja, stimmt. Noch ist 4-4, aber die spielen das trotzdem gemütlich. Aber das machen die ja bei 4-5 so. Ja, das ja. Der war jetzt
Oh. Das ist doof. Das ist einfach doof. Blödsinn. Haas mit dem... Einfach doof. Wenn ich hinterliege und dann solche Sachen mache, dann brauche ich nicht wundern, wenn ich die Spiele verliere. Das ist im Endeffekt. Jetzt hätten wir 1-16, hätten wir jetzt Powerplay gehabt. Ja. Jetzt spielen wir wieder 4 gegen 4 und danach wieder Powerplay für Stuttgart. Da braucht man sich ja gar nicht aufregen, weil das ist einfach doof. Ja. So, noch 6:21, so langsam sollte was passieren, wird es wohl aber nicht, wenn wir so weitermachen. Ich hab da, wie gesagt, ich sehe das Aufbäumen noch nicht. Und vor allem von den 6:21 sind wir jetzt schon wieder 2 mit nur 4 gegen 4. Richtig, das ja. weiß ich, also das wird nicht besser. Wir stehen Breiter und Schrimpfen, diskutieren noch ein bisschen, aber Jungs, das wird auch nicht viel bringen. Da ist ein bisschen Action. Ja, die Fans sind jetzt auch ein bisschen ungehalten. Ja. Weiß gar nicht, gegen wen die da gerade so sind. Richtig, weiß ich auch nicht, warum das jetzt so ist. Aber ist okay. Emotionen müssen sein beim Eis, okay. Ja. Solange das alles auf der Tribüne bleibt und da keine Runde hat, ist das alles gut. Nee, nicht mehr, mehr aber das ist ja deutlich gesehen. Also das war kein Vorteil, war das bloß nach dem Spiel noch. Ja. Wahrscheinlich noch passiert, ist dann noch irgendwas gekommen, oder? Da hat der Kapitän vom Fahrzeug hat ein Spielklapper gekriegt und unser Dortmund hat 10 Minuten gekriegt. Ja, okay. Ja, Stuttgart diskutiert auch noch mit dem Schiedsrichter, da wird diskutiert. Also das, da muss ich sagen, da gefällt mir Fußball besser, weil man nicht so viel diskutieren kann. Beim Eishockey gehört es irgendwie dazu, der Austausch zwischen Spieler und Trainer und Schiedsrichter und... Ja, aber ich finde eigentlich schon, dass es am Fußball viel mehr unnötig rumdiskutiert wird. Ja, ja, aber hier hast du halt dieses, weißt, langes Diskutieren und es wird wirklich im Fußball wird nichts erklärt, also das ist so, geh weg, das wird man nicht, jetzt genau. So viel fertig. Die hier erklären das ja tatsächlich noch, was sie vorhatten. Jetzt vielleicht die Möglichkeit durch Heinz, kommt da aus Versehen, wenn er wenn ich hier an der Puck... Und 4 gegen 4. Beim Fußball haben wir ja generell heute, wenn da beide Schienbeine durchdreht, aber er hat auch wohl nichts gemacht. Ja. So. Wir haben Bulli vom Tor der Stuttgarter. So, das Publikum steht. Ja. Riese Stimmung. Müsst ob den Jungs auch mal ein bisschen Schub geben, dass sie sich jetzt doch einmal den Arsch aufreißen. Ja, das vielleicht mal, also. Schön Versuch von Stimmt. Wie gesagt, zur Stimmung müsste sich doch ein bisschen auf die Jungs übertragen. Wieder, ja. Die fahren da viel zu gemütlich durch. Ja, es ist... Ja, das ist alles Zeit. Das machen die schon richtig gut. Das haben sie vorhin auch immer wieder gemacht. Zeit von der Uhr gefahren. Jetzt gerade beim 4:2. Und noch 5 Minuten vor Schluss. So, siehst du mal, wie lange die den Puck da haben. Ja. Und dann Fehler der Eisbären hinten. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit. Ja, jetzt sind wir in Unterzahl jetzt wieder. Jetzt sind wir in Unterzahl noch 40 Sekunden lang. Wieder kriegt Stuttgart das Ding da hinten raus. Jetzt mal sehen, vielleicht über Rupp. Den lassen sie geschwind alle alleine, alle fahren weg. Der andere schmeißt einfach seinen Schläger weg. Ja. Schauen wir mal. Das ist natürlich auch nicht die beste Motivation.
Ja, ich muss mal googeln, dass nächstes Mal der Michael Roll wieder kommt. Ich bin da irgendwie das Jahr das Schlechteste oben in der. Ich sehe keine Siege, außer ist das Freiburg-Spiel, aber wie gesagt, das. So, noch 4:17, Heilbronn auch wieder komplett. Also wenn, dann jetzt. Mal jetzt schön geblockt hier vom Stuttgarter. Und jetzt geht's wieder in die andere Richtung, ne? Ja, ich habe auch nichts durchdacht, dass mir alles auf Zufall ausgelegt. Ja, und das sehe ich bei Stuttgart ein bisschen anders. Die spielen da schon noch irgendwo ein gewisses Stil runter. Ja, guck mal, der kann mit der Scheibe durch zwei Mann durchmarschieren und noch im Drittel sein Kürprogramm abziehen. Jetzt guck mal, was das Zeit kostet. Das ist schon bei 3:15 noch. Genau. Platz. Ja, einiges aggressiver, die Stuttgarter. Ja. Viel mehr Wille im Endeffekt da im Spiel. Das mal schön gestört. Oh. Das gibt nix. Schöner Check im Endeffekt. Ja, noch 2,5 Minuten. Das sieht schlecht aus, also. Ja, aber wie gesagt, Stuttgart kann es auch richtig gut auf Zeit spielen. Also nehmen wir immer viel Zeit von der Uhr, wenn sie im Puckbesitz sind. Nicht hektisch, gar nichts. Die sehen, wenn wir das hier locker weiterspielen, gehen die 3 Punkte heute nach Stuttgart. Ja. Und dann zurecht. Ja, durchaus, wie gesagt. Auf der anderen Seite, die Tore würde ich mir in Stuttgart einrahmen. Ja. Die machst du kein zweites Mal. Nee. 4 kuriose Tore gegen die Eisbären, aber im Endeffekt waren es 4 Tore und die können auch nur entstehen, wenn man schießt. Genau. Und das haben sie gemacht und das war im Endeffekt richtig. Oder richtig steht. Ja, irgendwas muss man machen. Ja. Richtig, der eine stand halt schön da. So, die letzten 2 Minuten auf jeden Fall. Nochmal ein Schuss der Eisbären, auch knapp am Tor vorbei. Jetzt Stuttgart, schöner Konter. Eigentlich auch wieder zu lang am Puck. Ja, auch da, weißt du, kriegst du nicht raus dahin. Du kriegst den Spielaufbau, das sind wieder 10 Sekunden gewesen. Oh. Und jetzt gibt es da auf jeden Fall mal ein paar Dinger. Einmal gegen Heilbronner 2 Minuten mit Sicherheit. Und dann müsst mindestens 5 Minuten gegen Stuttgart geben, weil das war Stockschlag. Und ich bin mal gespannt, alle stehen wieder, alles ist gut, man beruhigt sich wieder, aber das gibt, Leo Krebs regt sich da auf, absolut zurecht. Gut, so ganz unschuldig war der Leo auch nicht, der hat auch... Nee, der kriegt also 2 Minuten, aber Stuttgart muss 5 kriegen. Mindestens, ja. Weil mit dem Stock zuschlagen, das ist dann immer noch wieder eine andere Sache. Wenn du es im Spiel machst, ist ein Ding, aber so, Sören Breiter geht raus. Warum auch immer? Ist da Matchstrafe? Leo fährt. Leo kriegt sicher 2 Minuten und der andere muss also Minimum 5. Ja, finde ich auch. Vielleicht auch 2+10. Aber da haben wir vorhin schon mal gedacht, dass da haben sie dann auch eine komische Entscheidung getroffen. Aber Junge, nee, da brauchst du nicht diskutieren. Nee. Das Ding gegen dich war okay, aber rumdrehen, Schläger zuschlagen, geht nicht. Das ist einfach. Wie Abgehobenheit und flog ist, also das war Lufthansa-Verdächtig, das war schon ein bisschen... Ich sage, ich steh auf die harte Gangart, das ist mir schon recht. Ja, und wenn man sich ab und zu mal ein bisschen dazu, geht, klar, gut, ganz aber klar. So nicht, das geht nicht. Aber von hinten voller Absicht mit dem Schläger durchziehen und Füße wegschlagen, beide Füße, also das ist schon... Läuft nicht. Hat mit Sport und hätte nichts zu tun. Nee.
vor allem wenn 4-2 führst, weißt du? Ja, dumm. Also du hast die drei Punkte eigentlich. So, jetzt wird wieder diskutiert. Die Dame schreibt. Ja, die macht dann noch ein Zeichen. Und schreibt. Und achso, ich hab gedacht, die zeichnet nur, wie es war. Ah, kann auch sein, man kann das. Also das Daumen, Daumen macht, Daumenkilometer. Ja, so, so, jetzt wird. So, jetzt schauen wir mal. Der Kapitän mitgeteilt. So, jetzt wird mal. Also, ich hab, den habe ich mal für 2 Minuten, den hauen wir mal da weg. Ja. Dann machen wir die 2 noch raus, das haben wir da davon. Der langhaarige Schiedsrichter hat auch noch was zu sagen. Ja. Aber die Glonsche sagt, was los ist. Ja, ja. Die ja, geht ja, aber. Ja, das ist Frau halt. Ja. Es wird noch geflüstert, dass es nicht jeder mitkriegt. Soll ich dem Sören nochmal Bescheid sagen? Ja. War jetzt von euch auch nicht so prickelnd. Ja. Nur jetzt schauen wir mal. So. Oh, Leo, darf kriegt Dürische auf, oder ja, was? Darf er wieder gehen? Da ist nur noch ein 27. Ja, aber, ja gut, keine Dorfhalle kommt da wieder. Ja. Also, von dem her, Tür auf heißt da eigentlich Matchstrafe. Kann man auch nicht vorstellen, so schlimm war das Ding. Da geht nochmal einer raus. Ja. Heinz. Dann muss auch von Stuttgart mindestens auch noch einer gehen. Oh, Heinz, da denke ich auch, müsste nochmal. Weil der Schiedsrichter hat ja auch einer hier am Trikot hinterher gezogen von. Also sonst wäre es, also wenn da wieder 2 von uns gehen und nur ein Stuttgarter, das wäre schon ein bisschen seltsam. Also im Moment spielen wir mit Tormann und 2 Feldspieler gegen einen Tormann. Aber da könnte man vielleicht einen Anschlusstreffer kriegen. Könnte man vielleicht hinkriegen. So, jetzt suchen sich da unten die Schiris noch einer raus. Vor allem könnten wir unseren Tormann rausnehmen, mal kurzfristig. Mal sehen. Schrimpf. Nee, der hat auch noch was zu sagen. Ja, ja, ja. Sven Breiter. So, Hilse. Schrimpf muss. Nee, Hilse auch nicht. Muss bei Stuttgart auf die Strafbank. Ja. Jetzt geht der Schiedsrichter, du mir hinten nicht gefunden. Der stimmt doch. Hey, weißt du, was das jetzt für eine Übung ist? Muss der Schrimpf dem jetzt dolmetschen? Oder? So ganz verstehe ich das jetzt nicht. Da versucht der Dame jetzt klar zu machen oder dem, was auch immer das ist, dass das nicht unsere Strafbank ist. Ja. Yeah. Dass du schon ohne sitzt und der ja, falsche Triggerort. So, jetzt greift zumindest mal irgendjemand, es geht irgendwas passiert. Leo muss gehen. Leo darf schon mal gehen, das heißt, da haben wir schon mal eine Matchstrafe, was ich absolut falsch finde. Ja. So, jetzt geht aber. Es hagelt Strafen. Stockschlag. 2 Minuten Stockschlag. Zwei Strafen und übermäßige Härte. Das war Stuttgart. Alles klar. Oh, Leo 5 plus spielt aber absolut, also kann ich absolut nicht nachvollziehen. Klar ist der dann auf dem Losgang, nachdem der mit dem Stock nach ihm schlagen hat. Was haben wir noch? Ja, das geht aber gar nicht. Also. Nee, das ist mir zu arg. Der Liga ist jetzt total daneben mit der Bewertung. Ja, die Bewertung ist vor allem ist so, also dass der Stuttgarter 2 Minuten kriegt. Also das ist das Stockschlag, alles recht und schön, aber nicht nachdem es zum Abpfiffe ist und direkt gegen den Gegner. Ja, ohne mit voller Absicht. Absicht. Ja. Sorry Leute, habt ihr irgendwo was falsch gesehen oder ich habe keine Ahnung, was es war. Auf jeden Fall. Maßstab verloren. Ja. Was aber vom Grundsatz her wurscht ist, sind wir ehrlich, weil... Ja, wir spielen jetzt 3 gegen 3 weiter, glaube ich, oder? Ja. Nee, 3 gegen 4. 4 Stuttgarter. 4 gegen 4. 4-4? Ja. Ja, doch, da ist der vierte noch. Ich habe den Monitor davor. 4 gegen 4. Wenn du da 2 Minuten gibst, dann musst du für beide, musst du mit gleichem Maß messen. Gleiche Maß, genau. Ja. Habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Aber okay, nehmen wir mal so hin. Wie gesagt, das hätte jetzt wahrscheinlich so viel auch nicht mehr gebraucht. Jetzt geht noch einer, oder was? Ja, wahrscheinlich wegen Meckern.
Sven Breiter mal wieder. Komm, mach die Tür wieder zu, sagt er. Ah ne, der diskutiert nochmal geschwind mit dem. Serien, glaube ich, das. Du glaub mir, das Mädel freut sich und lacht, aber sie wird da nichts ändern dran. Jetzt kommt Kai Sellers noch raus, warum auch immer. Und ich muss sagen, wir haben das Ding hier auch aufgrund von Strafzeiten heute vergeigt. Ja. Muss man einfach sagen, waren ein paar zu viele. Aber wir spielen trotzdem 4 gegen 4 weiter. Warum auch immer. Das sind so Dinge, die verstehe ich da nicht. Ja, du kannst immer die Schiedsrichter machen, das Spiel jetzt auch total kaputt. Das ist jetzt total unnötig. Ja, ich weiß auch nicht, warum wir jetzt 4, wenn jetzt nochmal einer geht, oder ist das jetzt, muss der sich reinsetzen wegen Leo wahrscheinlich. Leo vielleicht ja. Irgendwie, dass da auch noch sitzt zumindest. Aber schwachsinnig gemacht. Oder hätte der Leo sitzen bleiben können, ist ja nicht so, dass der hat ja auch Zeit gehabt. Bei dem Spielstand und ja. Eigentlich ging so die letzten 55 Minuten auch ganz gut. Ja. So, abseits. Nochmal 31 Sekunden haben wir noch. Also ich denke mal, da können wir die 3 Punkte schon mal Richtung Stuttgart geben und den Rebels und den Zuschauern der Stuttgarter ja. Auch schon mal so halb gratulieren. Auf jeden Fall. Sollte das nicht klappen, wir kommen hier noch in die Overtime. Dann rasten wir so aus. Aber ich sehe da eigentlich nicht wirklich den Einsatz. Nee, das, ja. Mal abgesehen davon, dass wir den Puck nicht haben. Nee, jetzt haben wir. Ja, aber es sind nur 23 Sekunden. Also. Ja, mit du, ich habe schon viel erlebt. Ja. Aber ja. Hin und wieder landen auch bei mir Ufos im Garten. Also das, ja. Ja. Kommt immer davor, was ich getrunken habe. Ja. So, jetzt fahren sie das gemütlich runter. Ja. Das ist eigentlich genauso. Eigentlich muss es abknien wie im American Football. Glückwunsch an die Stuttgart Rebels, 4-2 auswärts im Freitagabend hier in der Eishalle in Heilbronn. Und unterm Strich muss man sagen, ja, muss man so sagen. Gerechtes Ergebnis war okay, auch wenn eure Tore alle kurios waren. Ja. Aber das ist auch toll. Gut, so, der gute Matthias Stefanka, der eigentlich gar nichts dafür kann heute. Der tut mir heute ein bisschen leid. Er hat 4 Tore geschluckt, ohne dass er großartig... Ohne dass du einen Fehler gemacht hast, weil lauter kuriose Sachen gekommen sind. Genau. Aber auch die, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, muss man machen, man muss da sein. Man muss schießen, ja. Und man kann Tore auch erzwingen. Ja. Und wie du auch richtig sagst, wenn man schießt und immer wieder probiert, dann fällt vielleicht irgendwann einmal einer vom Laster. Sicher, irgendwann hebt auch noch einen Schläger rein, geht rein. Genau. Ähnlich war ja unser zweites Tor, wo der Sven den Schläger hinhält und dadurch über den Keeper lupft. Aber ich finde auch, das machen wir einfach viel zu wenig, solche Sachen. Ja. Da wird dann noch ein Kringel dreht und noch dreimal ums Tor rumgefahren und nochmal ein Kringel. So, jetzt sind wir mal gespannt, wen Stuttgart heute hier den Goalie nehmen wir sie als bester Mann. Ja, dann sieht es nicht so schlecht aus für uns. Kann man so sehen, ja. Ja, der Torwart war gut. Und bei uns, wenn immer bei uns, was tippst du? Ich weiß nicht, Rupp hätte vielleicht noch, war noch sehr aktiv. Sven Breiter. Ja, mal wieder. Ja, nein. Wie viel 2 Minuten Strafe hat er gehabt? Ich glaube, es war eine zu viel auf jeden Fall. Es waren nur 2 in Offensive. Dabei war eine zu viel, muss ich sagen. Das war dieses Meckern. Meckern ist immer unglücklich. Ja. Da haben wir auch einen Treffer gekriegt. Also. Ja. Gut. Ja, aber auf der anderen Seite, vorhin haben wir es gesagt, auch so Typen, die sich dann einmal aufbäumen und einmal sagen, mal Zeichen setzen. Ja, klar. Wenn alle anderen nur zu brav und immer kuschen und sich verstecken, mehr oder weniger. Ja. So, Fazit, Niederlage geht in Ordnung. Das Spiel war auf jeden Fall besser wie das gegen Pforzheim, muss man trotzdem sagen. War ein schönes Spiel, war ein schnelles Spiel. Eigentlich waren es 2 ziemlich gleichwertige Gegner. Ja. Entschieden hat das Spiel, wie du gesagt hast, euer 2 Strafzeiten zu viel. Ja. Euer Tor ist wahrscheinlich auch zu viel. Also, dass es ein 4-2 gibt, ja, okay. Ja. Ist auch für Stuttgart aus meiner Sicht vielleicht 1 zu hoch. Ja, aber. Aber das Spiel hat es so hergegeben und dann ist es so, dann müssen wir es so nehmen. Weiter geht's am nächsten Freitag, glaube ich, wieder. Gegen Ravensburg. Da könnten wir ein bisschen besser aussehen. Letztes Spiel in der Vorrunde. Danach geht's dann schon in die Rückrunde. Ja.
Im Moment ist die Tabelle ja noch ein bisschen unvollständig. Ja. Stuttgart hat nur 4 Spiele gehabt, das ist jetzt 5. heute. Ich habe jetzt schon das 8. heute. Bleibe aber bei 12 Punkten stehen, was ein bisschen wenig ist eigentlich. Ja. Sah am Anfang ein bisschen besser aus. Weil es wäre schon gut, unter die ersten 4 zu kommen. Dann hättest du in den Playoffs Heimrecht. Das wäre natürlich wär schon mal klasse, ja. Aber das wird natürlich noch schwer. Ist noch lang hin. Das ist noch nichts passiert. Holger, ich bedanke mich bei dir, wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Ich weiß nicht, wie geht es bei dir sportlich weiter? Hast du Ruhe am Wochenende oder bei uns ist morgen Mittag Neckarsulm Sportunion? Könnt ihr anschauen auf dem YouTube-Kanal von Neckarsulm. Gegner ist der SV Linksauer, ganz entscheidendes Spiel, so ein bisschen okay. Im Abstiegskampf. Und am Sonntag haben wir Schluchtern und das Topspiel im Basketball um 17 Uhr. Da kommt Remseck zu den Heilbronn Reds. Ah, ja. Platz 1 gegen 2, ja, die kämpfen da um den Aufstieg okay. Im Basketball. Sind in der Oberliga, geht so langsam weiter. Also ich glaube, seit ich dabei bin, sind die jetzt auch schon dreimal aufgestiegen. Also sind auch, wollen noch ein bisschen mehr, wollen Basketball ein bisschen nach Heilbronn kriegen. Deswegen ruhig reinschauen bei uns so für YouTube, auf Facebook, überall seht ihr das Spiel. Ja. Nee, auch ich darf mich wieder bei dir bedanken, bei euch. Erstmal eine Dame hier am Redaktionspunkt. Ist schon so Melli. Ist auch mal angenehm dann. Ja. Und, aber warte mal, wenn wir mal Fehler machen, dann ist das alles an. Okay. Da geht die schon ab, gell? Nee, aber wie gesagt, es hat wieder Spaß gemacht. Ja. Am Ergebnis können wir drei nichts ändern, ist so. Ja. Wir können da weder irgendwas zurücknehmen, noch sonst irgendwie das Licht ausschalten oder irgendwie sonst was treiben. Ja, das könnte Nick. Dann freuen wir uns auf den nächsten Freitag, ja. Wo wir dann vielleicht wieder die Punkte hier behalten. Wäre mal schön, ja. Und dann auch euch schönes Wochenende. Bleibt gesund. Ja. Bis zum nächsten Freitag. Bis und tschüss. Macht's gut. Ja. Ciao.